Test, jawohl. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr noch einigermaßen anwesend seid, nochmal am Sonntag frühen Morgen. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen uns anhören, was in den einzelnen Sessions gestern so gelaufen ist, was die Ergebnisse so waren, damit wir dann die wir verpasst haben, wir haben ja alle mehr Sessions verpasst, als wir besucht haben, dass wir dann nochmal ganz grob mitkriegen, was da so gelaufen ist. Die Moderatoren sind erstmal grundsätzlich dafür zuständig. Kommen dann bitte hier hoch, auch rein tontechnisch, dass wir da auch einen vernünftigen Ton dann am Ende haben. Wir haben die Slido-Ergebnisse hier oben, da oben drauf und können hier auch dann steuern, ja, für die gleich hier vortragen, vorwärts, rückwärts und so. Genau, da ist es auch schon. Und zufälligerweise, wir gehen zeitlich chronologisch vorwärts gestern den Tag einmal durch und die Reihenfolge ist sogar im Auswertungs-PDF von links nach rechts. Das ist einfach herrlich übersichtlich. Und ich fange jetzt also selber zufällig an. Ich hatte ja selber auch zwei Sessions. Ich muss das irgendeine Richtung halten eigentlich, das geht auf jeden Fall. Da sind erstmal die ganzen Fragen, die wir gestellt haben. Es ging im Wesentlichen, ja, wie es schon hieß, die Session um Höchstmengen. Und wir hatten da unsere wichtigste Fußnote von allen. Da hatten wir in den Eckpunkten, oder haben wir bis jetzt drin stehen, 50 Gramm Vorschlag für Höchstmenge in der Öffentlichkeit und für den Verkauf, also pro Verkaufsvorgang und dann eben auch, was die Kunden in der Öffentlichkeit besitzen dürfen. Aber gleich eine Fußnote dazugelegt und gesagt, ja, eigentlich, wir brauchen eigentlich keine Höchstmengen. Ja, ist Quatsch, gibt es bei Alkohol auch nicht und ist auch nicht jetzt zwingend nötig, um privaten Cannabisbesitz von kommerziellem zu unterscheiden. Wer beim Verkaufen erwischt wird, verkauft halt, wer nicht, der nicht. Ja, das wäre halt auch eine Position. Und im Vorfeld in den Diskussionen, die wir dann auch in sozialen Netzwerken schon hatten, hat sich auch schon angedeutet, ja, dass das eigentlich eher so die Marschrichtung ist von vielen Hanffreunden. Lieber keine Obergrenze, wobei dann eben auch klar sein muss, es wird wahrscheinlich trotzdem eine geben. Ja, also wir sind die Einzigen, die keine fordern, sozusagen da in den ganzen Anhörungen und so weiter. Ich habe das auch schon vorweggenommen im Prinzip. Letzte Woche war das Thema schon irgendwie bei den Anhörungen dabei. Aber Plan B ist natürlich trotzdem auch nicht schlecht, ja, dann mal zu wissen, wenn wir jetzt merken, okay, das wird nichts, keine Obergrenze, wir kriegen eine Obergrenze, das war dann eben auch nicht uns dann, oder ich mich dann in den Anhörungen nicht zurücklehnen und sage, ja gut, da sage ich jetzt nichts mehr dazu, ne, sondern dann eben auch vernünftige Argumente habe, um zu sagen, okay, die sollte aber trotzdem einigermaßen liberal sein, diese Obergrenze. So, hier haben wir also die Fragen und ich hoffe, dass jetzt dann auch Antworten kommen. Nee. Wo sind die Antworten? Kommen die auch noch irgendwann? Achso, ja genau, stimmt, da hat es ja gezeigt eben. Da, ja, da sind wir jetzt, genau. Und das Ergebnis war tatsächlich auch relativ knapp. Also viele, die eben gesagt haben, ja, was soll's, ja, 50 Gramm ist eigentlich schon viel. Ne? Es gab auch Leute, die gesagt haben, weniger ist auch in Ordnung. Und man wurde mal 200 Gramm in den Raum geworfen. Ja, aber es gibt eben wirklich nur wenige Gelegenheiten, wo man als normaler Konsument dann tatsächlich so viel dabei haben muss, weil nicht wie heute, ja, wo man vielleicht einmal auf Vorrat kauft, wenn man nicht so eine stabile Quelle hat oder zweimal im Jahr nach Holland fährt, kann man ja jeden Tag in so ein Fachgeschäft latschen, vielleicht noch in einen Social Club, wenn man will. Braucht man eigentlich nicht so furchtbar viel, kommt man auch klar irgendwie. Haben sich also einige gedacht, weltweit gibt es praktisch keine Beispiele ohne Obergrenze für den Besitz in der Öffentlichkeit, von daher ist das eben extrem wahrscheinlich, dass wir jetzt da nicht als der superliberale Leuchtturm gleich hervorstechen sozusagen. Ja, Deutschland sticht sich alle aus mit den liberalsten Cannabis-Gesetzen der Welt. Und das haben viele eben auch nachvollzogen. Ja, letztendlich ist das eine strategische Frage. Kaum jemand hat gesagt, ja, das ist jetzt dringend nötig, um uns selbst vor Cannabis zu schützen oder so. Ja, dat, oder dass man von 20 Gramm Cannabis in der Tasche weniger gefährdet wäre als von 50 Gramm. Aber ich nehme da so ein bisschen die Freiheit mit, sozusagen, das umzudrehen, das Ganze mit der Fußnote, ja, dass wir jetzt in die Eckpunkte selber reinschreiben, wir wollen keine Obergrenze wegen Vergleich zu Alkohol, aber wenn, dann doch eher eine liberale Geschichte. Also da bei den Edibles war nochmal die Zusatzdiskussion, ob man da natürlich schwer die Bruttomenge nehmen kann. Ja, wir hatten im Prinzip jetzt gesagt, für alle Produkte gleich. Bedeutet jetzt zum Beispiel auch für Konzentrate. Also was weiß ich, wir haben ja keine THC-Obergrenze im Programm sozusagen. Das heißt, da sind auch also extrem starke Produkte dabei, wo wir aber gesagt haben,
Also im Wesentlichen, das soll alles die gleiche Obergrenze sein, falls eine kommt. Ja, immer dazu gesagt, eigentlich wollen wir keine Obergrenze, aber falls eine kommt, dann soll das ruhig für die Konzentrate mitgelten, überall die gleiche Grenze, damit das nicht noch komplizierter wird. Nur bei den Edibles, da haben tatsächlich auch viele gesagt, so mit den Überdosierungen, das könnte auch nach hinten losgehen, wenn nach der Legalisierung auf einmal ein Haufen Leute da irgendwie Krankenwagen rufen, weil sie denken, sie sterben jetzt gerade oder was. Ne? Passiert zwar nicht, aber viele glauben das dann, ja. Wenn sie zu viel Kekse gegessen haben oder was. Und da war die Einsicht dann doch oder die Ansicht relativ weit vertreten. Und man sagt, okay, da sollte schon irgendwie nur so eine normale Konsumeinheit sein, so ein Muffin oder was. Ne? Und jetzt nicht irgendwie 10 Leute umhauen, ein so ein Ding. Also auch da nicht ganz einheitliches Bild und schon ein bisschen Verständnis auch für so eine Obergrenze. Aber immerhin 50% haben gesagt, komplett egal. Wir haben ja auch die ganzen Videos ja übrigens noch. Ja? Also ich bin jetzt hier ein bisschen spontan dran am Interpretieren nochmal, am Erinnerungen zusammenkratzen von gestern. Ich nehme an, ein paar Moderatoren würde es so ähnlich gehen. Aber wir haben ja noch die Beweise. Ne? Wir veröffentlichen auch die Videos nochmal und die Sessions, diese Anhörungen beim Blinert, die dann nächste Woche kommen, übernächste Woche, da gucke ich mir die Videos auch mal stückweise an, um das dann auch wirklich richtig erwischt zu haben. Also falls jetzt doch Obergrenzen kommen, na, da haben wir halt diese Werte abgefragt. Ich meine, wir hätten auch noch zusätzlich 200 reingeschrieben. Das kam auch noch der Vorschlag. Genau, mit Kilos war doch, genau. Wo ist die denn geblieben? Da haben wir da doch nicht mit drin gehabt oder was in der offiziellen Abstimmung. Aber man sieht eben, 23% von denen, die da jetzt mit abgestimmt haben, fehlt da nicht auch was? Kommt da noch was? Genau, das wird wahrscheinlich, ja. 200 Gramm Kilo, ja, da haben wir sie ja. 10 Kilo, okay. Das macht dann mehr Sinn. Also waren nur insgesamt 30% dafür, also falls überhaupt eine Obergrenze kommt, die unterhalb von bis zu 50 Gramm anzusetzen und mehr als 30% haben dann, 10% für 0, 0% für 10, okay, besser. Also über 30% der abstimmenden Leute waren dafür, eine höhere Obergrenze zu nehmen als 50 Gramm, wenn überhaupt eine kommt. Müssen wir nochmal gucken, was wir da jetzt dann ins Programm reinschreiben, hat ja keiner Zahl jetzt da die absolute Mehrheit erreicht. Riecht ein bisschen nach 100 Gramm vielleicht. Da mit den Kilos, glaube ich, machen wir nicht. Da kriegen die Leute Angst, die da entscheiden sollen. Vor den Kilos haben die immer Angst. Die anderen Fragen sind wir relativ schnell durchgegangen. Aber da war eben die Mehrheit viel deutlicher zu sagen, zu Hause soll jeder machen, was er will. Da wollen wir keine Obergrenzen. Soll sich jemand 50 Kilo da hinlegen, ja, egal, das interessiert nicht, solange kein Handel nachgewiesen werden kann. Vielleicht auch so der Schutz der Privatsphäre, der Gedanke, der dahinter steckt, das hat die Polizei überhaupt nicht zu interessieren, weil ich zu Hause rumliegen habe. Auch das habe ich kein Problem mit reinzuschreiben ins Konzept. Sehr furchtbar wahrscheinlich ist das auch nicht, aber da gibt es zumindest ein paar Beispiele, Simon. Ne? Also ich glaube, was war das, Alaska oder so, irgendwo hattest du Beispiele gefunden, wo tatsächlich so ist, dass keine Obergrenze zu Hause in den eigenen vier Wänden gilt. Da sind wir also nicht ganz so einmalig unterwegs, falls wir das wirklich durchgesetzt kriegen. Und das könnte es schon gewesen sein? Nee. Also das war auch ziemlich eindeutig. Ja, nicht nur dieses Argument, ich baue ja selbst an, habe dann die Ernte zu Hause liegen und deswegen brauche ich eine viel höhere Obergrenze als die Normalos, Nicht-Grower. Das hat jetzt nicht überzeugt. Ja, die Leute wollten, auch wenn sie nicht growen, dann vielleicht mal aus dem Spezialitätengeschäft aus Freiburg oder so, wo besonders viel Sonne ist, dann von jeder schicken Sorte jede Menge mitnehmen und so. Ne? Also dann wollen die auch ein Kilo mal zu Hause liegen haben. Kommt man nicht so oft nach Freiburg. Falls doch eine Höchstmenge für zu Hause kommt, dann bitte jede Menge. 2 Kilo dürfen das schon sein, darunter machen wir es nicht. Auch relativ eindeutig. Aber auch zu erwarten, dass er jetzt nicht hier in dieser Versammlung sagt, so, ja klar, wir wollen jetzt uns selbst hier jetzt irgendwie wahnsinnig beschneiden und möglichst wenig Zeug rumliegen haben. Ich nehme auch mal an, dass Leute, die hierher kommen und mit uns hier irgendwie den ganzen Tag lang wie die Irren alle möglichen Details der Legalisierung zu diskutieren, sich selbst gefährdet fühlen durch Cannabis, weil sie nichts mehr auf die Reihe kriegen, weil ihr habt das ja immerhin hierher geschafft, ja, und ihr folgt diesen ganzen irrsinnigen Diskussionen. Von daher seid ihr vielleicht auch gar nicht die gefährdete Zielgruppe.
auch nicht wirklich repräsentativ, weder für die Bevölkerung noch für DHV-Mitglieder oder für alle Handfreunde oder so. Trotzdem kann man damit erstmal reingehen. Auch da, ja, wie gesagt, ja, ich habe das ja ein bisschen erzählt, diese Anhörung da bisher, die 200 Beteiligten, die da sind. Wenn ich da der Einzige bin, der sagt, ach übrigens, ne, Höchstgrenzen braucht man gar nicht, dann, ja, ich kann das auch so gut begründen, wie ich will, ja, das kann noch so überzeugend sein, das wird dann schwierig. Ja, wer trägt denn Session Eigenanbau vor? Brauche ich ein anderes Mic? Nein, das geht wunderbar. Hallo, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ja, Eigenanbau, Growing war auf jeden Fall sehr voll, sehr gut besucht. Es war eine rege Diskussion teilweise. Wir haben angefangen mit der Frage zur Genehmigungspflicht. Micha Knoth hatte ja einen Vortrag gehalten, er ist jetzt leider noch nicht hier, wo er eben unter anderem dargelegt hat, dass aus seiner Sicht eine Meldepflicht, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder das falsche Wort benutzt, eine Meldepflicht für den Eigenanbau sinnvoll wäre, keine Genehmigungspflicht, sondern eine Meldepflicht, um eben eine größere Bedarfsmenge, die man zu Hause lagern kann, zu legitimieren gegenüber den Behörden. Er hat da eben angenommen, dass es schwierig würde, das sonst zu legitimieren, eben zum Beispiel 2 Kilo oder 1 Kilo Marihuana zu Hause zu lagern. Ja, können wir in die Fragen gehen, Maria? Sonst. Ich habe dieses Ding da, ich muss selber. Ah! Stimmt, ich habe dir ja eben zugeguckt. Genau, also sollte es eine Pflicht geben, den Eigenanbau anzumelden, beziehungsweise sich irgendwie zu registrieren, nicht zwingend polizeilich. Hatten wir erstmal die Frage ohne den Punkt, ja, aber nur ohne Kontrollen. Den haben wir dann spontan hinzugefügt auf Feedback von Leuten. Und siehe da, das war eben die meistgewählte Option tatsächlich, eben als Kompromisslinie quasi, okay. Wir sind bereit, uns zu melden, Bescheid zu sagen, dass wir anbauen, dass wir eine größere Menge zu Hause lagern. Aber wir möchten nicht, dass da irgendwelche Kontrolleure in die private Wohnung kommen und dann kontrollieren, ob man vielleicht eine Pflanze zu viel anbaut oder ein Kilo zu viel gelagert hat oder so. Ja, welche Gesamtmenge zu Hause wäre ausreichend zur Lagerung der Ernte? Da ging es eben auch ganz klar, genauso wie in dem Panel davor, in die höheren Regionen. 2 Kilo ist da doch attraktiver gewesen als 250 Gramm. Da fehlen auch ein paar Prozent. Ja, aber wie komme ich jetzt weiter? Mit Next, oder? Ja, genau. Genau, und ohne Höchstmengen, natürlich absolut präferiert. Hatten wir auch spontan hinzugefügt. Also waren ja die gleichen Leute, glaube ich. Ich kann sogar hier hingucken. Das ist ein Traum, die Technik hier. Soll auch der Outdoor-Anbau von Cannabis im privaten Garten oder Balkon erlaubt werden? Ganz klare Meinung, ja, mit Einschränkung 40%, wenn kein Fremdzugang möglich ist. Hatten wir unter anderem auch das Beispiel eines von jemandem, der in Luxemburg wohnt, der dort jetzt 4 oder 5 Pflanzen auf dem Balkon anbaut und darüber ganz glücklich war. Wir haben zwischendurch auch noch einen Einwurf bekommen, den ich ganz interessant fand, dass tatsächlich eine Person gesagt hat, er wäre dafür, gar keinen Eigenanbau zu ermöglichen. Das hat aber im Plenum, glaube ich, wenig Anklang gefunden. Man hat da doch sehr deutlichen Widerspruch verspürt. ja, nach welchem Kriterium sollte der Eigenanbau begrenzt werden? Das war eine der Fragestellungen, mit der wir von Anfang an in dieses Panel gegangen sind, weil wir das eben teamintern auch viel diskutiert haben. Und da gab es, wir hatten ursprünglich als Antwortoption Quadratmeter Lampenleistung Pflanzenzahl, das Gewicht haben wir dann auch spontan hinzugefügt. Gewicht nicht im Sinne von, wie viel darf man zu Hause haben, sondern wie viel darf man pro Zeitraum X produzieren, quasi analog zu der Bierbrauerregelung oder zu anderen Regelungen, wo man halt eben nur ein bestimmtes Gewicht produzieren darf. Und wenn man darüber kommt, ja gut, dann müsste man halt den Rest vernichten oder ja irgendwie dafür sorgen, dass man darunter bleibt quasi. Ja, und dann tatsächlich letzten Endes Gewicht wurde eine sehr viel gewählte Option, hat mich persönlich ein bisschen überrascht, aber auch Pflanzenanzahl, viel gewählte Option. Lampenleistung war eher ungewünscht und Quadratmeter war dann auch, wie wir in den späteren Punkten sehen werden,
nicht so beliebt. Wie viel Quadratmeter wären eine sinnvolle Abgrenzung? Ihr seht, die Zahlen sind hier sehr niedrig und das liegt daran, dass 70% denken, das ist keine sinnvolle Abgrenzung nach Quadratmetern. Hier gab es massiv den Einwurf aus dem Publikum, dass diese Fragestellungen eigentlich nochmal differenzieren müssten zwischen Outdoor und Indoor, dass es tatsächlich einen großen Unterschied macht, ob man jetzt Outdoor anbaut oder Indoor, dass man zum Beispiel logischerweise eine Wattbegrenzung Outdoor nicht gebrauchen kann, aber auch die Quadratmeterbegrenzung Outdoor fragwürdig ist. Und ja, so kamen wir letztendlich eben dazu, dass die meisten Leute diese Quadratmeterabgrenzung für nicht gangbar halten. Auch bei der Watt-Thematik relativ klar, 87% DDR-artige Ergebnisse, keine sinnvolle Begrenzung. Ja, es gibt auch international wenig Vorbilder davon, dennoch fanden wir es ganz interessant als Option, sage ich mal. Ja, und Pflanzenanzahl, ganz klare Tendenz, auch hier so viel wie möglich. Ich bin mir sicher, wenn wir noch eine größere Option gehabt hätten, hätten viele auch diese größere Option gewählt. Und ansonsten aber, genau, also wir haben 21% keine sinnvolle Option. Das heißt, die hätten dann doch gerne lieber die Einteilung nach Gewicht oder nach anderen Faktoren. Aber ein Großteil könnte offensichtlich damit leben, wenn eine Begrenzung nach Pflanzen gemacht wird, wie sie auch in den meisten anderen Ländern üblich ist, wo Cannabis legalisiert wurde. Und dann eben so viel wie möglich. Jo, das war's vom Eigenanbau-Panel. Es war auf jeden Fall, zum Ende hin wurde es ein bisschen hitzig, weil wir nicht genug Zeit hatten. Also wir hätten ein Eigenanbau-Panel auch einen ganzen Tag lang machen können, nochmal aufgeteilt in einzelne Aspekte, Outdoor, Indoor, alle möglichen Aspekte, die da noch zu betrachten sind, Lagerung etc. Meldepflicht hätte man ganz eigene, hätten wir 1,5 Stunden über die Meldepflicht diskutieren können. Also das Thema ist auf jeden Fall intensiv und würde es ermöglichen, das noch viel, viel tiefer quasi aufzugliedern. Aber ich denke, auch so kam viel interessanter Input und ja, war eine spannende Erfahrung. Ja, guten Morgen. Dann würde ich gleich mal weitermachen mit Verkaufspersonal, was ich moderieren durfte, und auch hier hatten wir sehr, sehr spannende Diskussionen und auch einige Ergänzungen, die vom Protokollanten freundlicherweise hinzugefügt worden sind. Ich gehe jetzt hier die Slido-Ergebnisse durch und versuche ein bisschen das mit zu ergänzen, was da gestern noch mit an Hinweisen hinzukam. Also als erstes haben wir sehr lange und breit darüber diskutiert, welcher Bildungsweg denn geeignet wäre, um angehende Fachverkäuferinnen im Cannabis-Geschäft vernünftig zu schulen. Hier gab es zum Beispiel Hinweise darauf, dass es auch für andere Berufe üblich ist, einen Sachkundenachweis vorzulegen. Auch der wichtige Hinweis dafür, dass die Cannabis-Didaktik in dem Sinne noch gar nicht so vorhanden ist, dass das eigentlich erst etwas ist, was erarbeitet werden müsste, was sicherlich auch sehr spannend ist, und dass eine offizielle Berufsausbildung eben noch volle 3 Jahre dauern würde. Die müssten ja auch erstmal irgendwie alle ausgebildet werden und wir eigentlich alle nicht noch weitere 3 Jahre warten wollen, um dann in einem Fachgeschäft einkaufen gehen zu können. Dementsprechend haben sich auch 79%, also die überwiegende Mehrheit, für eine Form von Schulung und Workshops entschieden und gegen die offizielle Berufsausbildung, die 2-3 Jahre dauern würde. 12% sind hier noch unentschieden gewesen. Genau, dann ging es um die Frage, wie lange sollte eine Schulung gegebenenfalls dauern, und wir sind hier wahnsinnig viele verschiedene Beispiele auch durchgegangen, wie das bei anderen Berufen im Genussmittelbereich ist, mit entsprechenden Zertifikaten. Auch hier gab es die Hinweise darauf, dass
dass die Anforderungen sehr, sehr unterschiedlich sind von manchen an das Verkaufspersonal. Manche haben sehr große Ansprüche oder erwarten da sehr viel. Und alle waren uns alle einig, dass Grundkenntnisse vorhanden sein müsste. Dass ein paar Tage Schulung, wie zum Beispiel beim Barista, ja, Barista-intensiv mit 5 Tagen vielleicht ein bisschen wenig ist, mehrere Monate vielleicht schon wieder zu viel und die gute Mitte, da waren immerhin 37% dabei, haben gesagt, ein paar Wochen, so lange sollte eine Schulung dann gegebenenfalls dauern. So, dann bei den schulischen Voraussetzungen, wenn man studieren möchte, braucht man dafür ein Abitur. Für bestimmte Berufsausbildungen wird ein MSA vorausgesetzt. Hier haben wir uns, haben die meisten gesagt, eben ganz klassisch MSA, mittlerer Schulabschluss, vollkommen ausreichend in der. Stimmt. Ich habe mich auch gerade gewundert. Danke, guter Hinweis. Ich dachte auch, ja, nee, eigentlich haben fast alle gesagt, es ist eigentlich Quatsch, keine gesonderte, spezielle schulische Voraussetzung oder Qualifikation ist hier an der Stelle unbedingt notwendig. Genau, das passt. Zum Schluss dann sind wir auch nochmal beim Bildungsweg die Frage durchgegangen, ob denn Personen mit Vorstrafen als Verkaufspersonal ausgeschlossen werden sollten. Hier haben 36% gesagt, grundsätzlich nein, natürlich nicht von vornherein ausgeschlossen. 2% haben gesagt, ja, bei Vergehen im Betäubungsmittelbereich. Und die allerüberwiegende Mehrheit hat gesagt, Ausschluss nur bei Delikten mit Gewaltanwendung und Waffen. Und 5% sind hier noch unentschieden gewesen. Auch das nehmen wir gerne als Rückmeldung so mit in unsere zukünftige Arbeit. So, dann ging es um die Inhalte. Und auch hier wurde sehr, sehr, sehr viel diskutiert und es gab ganz viele verschiedene Punkte, die hier noch mit eingeworfen sind. Ich glaube, ein Punkt, der so hängen geblieben ist bei mir, war eben Empathie, ja, dass man auch vor allen Dingen als Verkäufer so ein Gefühl haben muss, wie gehe ich mit Menschen um, ein Gefühl dafür bekommen hat, habe ich jetzt jemanden, der hier Erstkonsument ist, es ist ein Erstgespräch und das dann eben auch gegebenenfalls anpasst und das anders führt als mit jemandem, der schon ein erfahrener Kiffer ist oder eben da schon selber viel Konsumkompetenz mitbringt und dann eine andere Beratung wünscht. Daher auch wichtig, das Wissen über Sortenkunde und Konsumformen, das setzen quasi wirklich alle von uns hier voraus, sichere Lagerung und auch erste Hilfe für Überdosierte, wenn einer Kreislaufprobleme bekommt, genau, grundsätzlich erste Hilfe auch bei Konsummöglichkeiten vor Ort, ist das nicht verkehrt an der Stelle. Dann waren tatsächlich auch 67% dabei, dass sie gesagt haben, so Wirkungsweise von THC, CBD, Grundlagen des Cannabinoid-Systems wäre gut, wenn das Verkaufspersonal so ein bisschen was darüber weiß oder zumindest weiß, dass es da Unterschiede gibt in den Wirkweisen und dann gegebenenfalls auch die entsprechende Sorte, die für die Person passend ist, raussuchen kann. Nochmal richtig medizinische Grundlagen, also Grundlagen der medizinischen Anwendung und Indikation, da sind es nur 29% gewesen und hier ist in den Diskussionen auch mehr rausgekommen, dass dann eigentlich das Medizinische und das Genussmittel eher getrennt werden sollte und man gegebenenfalls als Fachverkäuferin dann die Personen wirklich an die Experten weitervermittelt, die da tatsächlich Hilfe brauchen, aber dass es gut ist, wenn die zumindest wissen, wo ist denn hier die nächste Anlaufstelle und auch Informationsmaterial in den Geschäften bereit liegt. Ja, auch Kenntnisse dann eben passend zu den Risiken des Cannabiskonsums, denn es wurde auch von einigen, die auch selber Shops jetzt schon haben, gesagt, dass da eben einfach auch von Kunden in der Richtung ganz, ganz viele Fragen kommen teilweise und dann ist es natürlich hilfreich, wenn das Personal vor Ort das direkt beantworten kann. Und Kenntnis über lokale Beratungsstellen, 79% haben da auch mit Ja geantwortet.
73%, auch relativ viel, haben außerdem gesagt, so Grundlagen bezüglich Suchtentwicklung und Abhängigkeit, also Kenntnisse über riskante Konsummuster, sollten zumindest vorhanden sein, aber auch hier kein komplettes Medizinstudium an der Stelle, sondern eben das Verkaufspersonal sollte wissen, dass es das gibt an der Stelle, genau. 3% waren komplett unentschieden. Manche haben vielleicht auch alles ausgewählt, aber genau, diese Ergebnisse nehmen wir auf jeden Fall auch weiterhin mit. So, und dann gab es ja noch die Möglichkeit, selber zu ergänzen aus der Liste mit der Multiple-Choice-Wahl, was man hier alles noch zusätzlich sich wünscht persönlich von einem Fachverkäufer. Also Safer Use beziehungsweise Tipps und Hinweise, das war, glaube ich, also hatte ich am Anfang des Vortrags auch einmal genannt, ne, dass man zum Beispiel nicht mit Tabak vermischt, dass man lieber vaped statt zu rauchen, solche Dinge. Gehirnentwicklung, jugendliche Dosierung wurde noch ergänzt, Gehirnentwicklung auch interessant. Akute, mittel- und langfristige Nebenwirkungen, Indikationen und Kontraindikationen des Konsums, potenzielle Gefahren von latenten Psychosen, die durch den Konsum ausgelöst werden könnten. Ersthilfe, Hygiene, ja gut, Gesundheits- und Krankheitslehre, Tripsitter, ein Hilfekurs, also ja gut, Erste-Hilfe-Kurse macht Verkaufspersonal sowieso immer. Es ist vorgeschrieben. Sozialpsychologische Entwicklungspsycho, also ja, psychosoziale Entwicklung, Grundkenntnisse, Empathie, auch nochmal Sozialkompetenz sollte beim Verkaufspersonal natürlich auch vorausgesetzt werden. Ja, auch nochmal Trip-Sitting-Kompetenzen in Fachgeschäften. Was soll da noch verkauft werden? Gut, interessant. Der Betreiber muss viel wissen. Okay, ja, genau. Wer hohe Anforderungen hat, der erwartet, dass der Betreiber viel wissen muss und das dann eben auch an das Verkaufspersonal zurückgibt. Und das ist auch etwas, was wir aus den Diskussionen mitgenommen haben. Letztendlich entscheidet ja auch der Shopbesitzer, wen möchte ich hier denn einstellen und auf meine Kunden loslassen, beziehungsweise im Endeffekt entscheidet ja auch die Kundschaft, was Qualität ist, wo fühle ich mich gut beraten, wo bekomme ich meine Keksrezepte her und so weiter. So, hier sind noch viele, viele andere Ergänzungen, ne? Ausführliche Informationen für Konsumenten bei Bedarf, Empathie auch nochmal mehrmals genannt, alles nicht zu intensiv, Grundkenntnis und Verweise sind wichtiger, also das wurde mehrmals gesagt, wir erwarten vom Verkaufspersonal nicht, dass sie ein Hochschulstudium abschließen, sondern dass sie eben Grundlagen mitbringen. Genau, Umgang mit den Behörden ist vielleicht auch nochmal wichtig. Und dann alles, ich will keine Dullis haben. Genau, Dullis will keiner von uns haben. Das können wir auch gerne mal so mitnehmen. Ob die alles wissen müssen, weiß ich nicht. Grundkenntnisse setzen wir auf jeden Fall alle voraus. Und im Zweifelsfall weiß man hoffentlich, wo man nachschlagen muss. Im Zweifelsfall auf cannabisfakten.de oder auf hanfverband.de. So, und dann machen wir weiter. Danke. Mit der Produktregulierung, das ist, glaube ich, der Simon, genau. Ja, hallo, morgen von mir auch nochmal. Wir haben uns gestern dann mit Produktregulierung beschäftigt und eines der ersten Themen war, soll es Edibles geben, inklusive Getränken, also und da hat sich doch die Mehrheit relativ eindeutig für Edibles ausgesprochen. Insgesamt ausgesprochen und einigen meinten aber auch, ja, es sollte Einschränkungen bei Edibles geben. Also und die Einschränkungen waren unterschiedlich. Einige meinten, man muss da zum Beispiel die Konsumeinheit begrenzen. Es müsste bestimmte Verpackungseinschränkungen geben für Edibles, so Kindersicherung in die Richtung kamen Anmerkungen. Es kamen Anmerkungen, dass vielleicht auch die Produktgestaltung eingeschränkt werden sollte bei Edibles, um Verwechslungen für Kinder einzuschränken und dergleichen. Insofern insgesamt ein sehr klares Votum für Edibles. Auch viele haben sich noch dazu geäußert, dass einfach der orale Konsum auch vom Gesundheitsaspekt ohne sozusagen Konsum ohne Rauchen und auch Vaporisieren anzubieten
für einige Leute einfach auch gut ist und die sonst vom Cannabismarkt ausgeschlossen werden. So, dann haben wir uns mit den THC-Obergrenzen beschäftigt und ja, das war ein sehr eindeutiges Votum. Der ganz überwiegende Teil der Leute hat gesagt, wir brauchen keine THC-Obergrenzen. Die Kunden sind mündig genug, die wissen, wenn sie ein Produkt bekommen, was deklariert ist, wo sie wissen, was sie nehmen, brauchen sie keine Obergrenzen und müssen einfach darüber auch aufgeklärt sein und auch eine Konsumerfahrung entwickeln, um selbst zu wissen, was und wie viel sie konsumieren. Genau, und dann ging es zum spannenden Thema, da haben wir sehr lange diskutiert, Mischprodukte mit anderen Drogen. Sollen Mischprodukte zugelassen werden mit anderen Drogen, also zum Beispiel mit Koffein, wie also eine Koffein-Limo mit Cannabis versetzt, der Joint mit Tabak, der sicherlich von vielen hier auch geschätzt wird und selbst angewendet wird, und auch Mischgetränke oder Mischformen mit Alkohol. Insgesamt haben sich die allermeisten dann doch dafür ausgesprochen, oder relativ haben sich die meisten dafür ausgesprochen, es soll diese Mischgetränke oder Mischprodukte geben. Allerdings sieht man auch, mit 25% haben gesagt, ja, mit Grenzwerten. Also zum Beispiel, wenn ich Alkohol und, also es ging vor allen Dingen um Alkohol, wenn ich Alkohol mit Cannabis mische, dann muss einer der beiden, das war zum Beispiel ein Vorschlag von Micha vom Branchenverband, dann müsste man einen der beiden Stoffe sozusagen regulieren und absenken. Also wenn ich besonders viel Alkohol in einem Stoff drin habe oder in einem Gemisch drin habe, dann weniger THC und andersrum, wenn ich viel THC in einem Produkt habe, dann dementsprechend sehr wenig Alkohol nur. Vielen Dank. Dann ging es auch um ausgewählte Substanzen, also ja, aber nur ausgewählte Substanzen. Das ging dann vor allen Dingen hauptsächlich in die Richtung, ja, aber kein Alkohol bitte. Ist eine Meinung, die auch vertreten werden kann. Da sagen immerhin 18%. Und auch 18%, was immerhin fast ein Fünftel ist, sagen, eigentlich wollen sie keine Mischprodukte haben. Zumindest nicht im Fachgeschäft. Jeder kann sie für sich selbst zu Hause mischen. Wenn man sozusagen die Ausgangsstoffe in Reinform bekommt, man bekommt reinen Alkohol, man bekommt reine Cannabisprodukte, dann kann man das auch selbst mischen. Das war auch sozusagen eine Richtung, die vertreten worden ist. So, dann sind wir zu gentechnisch veränderten Cannabisprodukten gekommen, also das Genome Editing. Soll es diese geben? Da haben sich die allerwenigsten nur für ein klares Ja entschieden. Also da gab es große Diskussionen. Es ging vor allen Dingen dann auch in die Richtung sozusagen eine Verunreinigung. Wenn man genetisch modifiziertes Cannabis auch im Anbau zulässt, könnte das insgesamt den Genpool verändern. Also da gab es große Bedenken. Insofern wurde dann auch die Antwortmöglichkeit ergänzt und das fanden einige sehr wichtig, dass wenn es diese genetisch veränderten Produkte gibt, dass die nur indoor und nur mit bestimmten Filtern dann angebaut dürfen, dass die sozusagen nicht nach draußen kommen, diese Genetiken. Ist eine Meinung, kann man vertreten. Man kann natürlich auch sagen, ja, man möchte das insgesamt haben aber nur 10% gesagt und der überwiegende Teil, 44%, haben einfach gesagt, wollen wir nicht haben, nicht im Cannabismarkt und insgesamt auch 20% zeigt das nochmal unentschieden. Das ist anscheinend ein Thema, wo, glaube ich, auch viele Leute noch nicht so ganz klar sich einen Gedanken zu gemacht haben. Und ich denke, das wird was sein, was vielleicht auch in den nächsten Jahren erst ein richtiges Thema wird, weil zurzeit gibt es auch nicht viele Firmen, die in der Richtung überhaupt arbeiten. In Israel gibt es ein paar Firmen, in den USA gibt es ein paar Firmen, aber das ist sozusagen noch so Hightech im Cannabismarkt und da kommt es, glaube ich, auch darauf an, was die Zukunft bringt. So, dann kamen wir zum Thema Isolate. Sollten
sollten Produkte mit Isolaten angereichert werden. Also Isolate sind Auszüge aus der Pflanze. Und da hat sich ein relativ eindeutiger Teil dafür entschlossen, ja, wir wollen Isolate als Anreicherung in Cannabisprodukten haben. Nur 17% haben Nein gesagt und 9% der Leute waren eher unentschieden. Dann die Frage, wollen wir diese Isolate in Reinform haben? Also kann ich reines THC im Fachgeschäft kaufen, kann ich reines CBD, was ich heute ja zum Teil schon kaufen kann auch, und andere Cannabinoide in Reinform haben? Hat sich der überwiegende Teil für Ja, 84% für Ja ausgesprochen, nur 9% für Nein und 7% unentschieden, also auch ein relativ eindeutiges Ergebnis. Und danach haben wir es dann sozusagen aufgeweitet, wollen wir diese natürlich vorkommenden, also es ging in der Fragestellung nur um natürlich vorkommende Cannabinoide, wollen wir die auch sozusagen als halbsynthetische oder vollsynthetische Produkte anbieten? Und dürfen die dann sozusagen Blüten oder anderen Produkten beigemengt werden? Da wurde das Abstimmungsergebnis dann doch relativ differenziert. Da haben eher 47% gesagt, nein, die wollen wir gar nicht haben, diese Produkte, obwohl es an sich sozusagen, das ist das gleiche Molekül, aber es kommt halt auf eine andere Art und Weise zustande. Also 47% sagen nein, 29% ja, und man sieht auch, dass mit den 24% unentschieden, da sind doch, ich glaube, es ist auch ein Thema, worüber sich vielleicht der Durchschnittskonsument nicht so viele Gedanken bisher gemacht hat. Also was bedeutet das eigentlich? Zum Beispiel will ich Faserhanfgras sozusagen vom Feld haben, was dann anschließend mit günstigen THC besprüht wird und kommt das in Laden als vielleicht auch sehr günstige Cannabis-Alternative. Ja, zum Beispiel, ja. Und dann, ob wir diese halbsynthetischen, natürlichen Cannabinoide auch in Reinform haben wollen. Und da hat, also man sieht, es ist sehr eng, und wir haben aber 40%, die Nein gesagt haben und ungefähr die gleiche Größe mit Ja. Also es ist ein knappes Ergebnis und 22% unentschieden. Man sieht also, dass es insgesamt, ich glaube, bei den Naturprodukten war eine große Einigkeit bei den gestrigen Besuchern, und je weiter das dann sozusagen ins Abstrakte auch geht und vielleicht auch weg von Produktformen, die wir heute alle kennen oder die allermeisten kennen, wurden die Ergebnisse dann immer differenzierter und man hat gesehen, ja, das ist ein Thema, wo sich vielleicht auch viele Leute noch nicht mit beschäftigt haben. Deshalb auch die großen Unentschieden-Bereiche. So, das war es dann, glaube ich, schon von der Session und der Bühne auch. Dann kommen wir dann zur zweiten Bühne. Sehr gut. Genau. Wir haben über Anbauclubs bzw. Cannabis Social Clubs gesprochen und Konzepte und den rechtlichen Rahmen. Da können wir uns einfach mal die Fragen anschauen und währenddessen auch ein bisschen anmerken, was so diskutiert worden ist. Sehr gut. Soll es Beschränkungen bei der Anzahl der Mitglieder werden? Das war ein spannendes Thema, gerade auch im Hinblick, dass es zum Beispiel in Barcelona auch zum Beispiel Mitgliedschaften für einen Tag gibt. Ja. Unter einer Prohibition kann man nachvollziehen, warum. Aber an sich ist das ja so ein bisschen gegen das Konzept von, ich sag mal, einer Gemeinschaft, die zusammen anbaut und konsumiert. Da gab es ein ziemlich klares Nein mit 18-15 Verteilung. Dann eine weitere führende Frage natürlich, mit natürlich auch einer Erinnerung, dass halt sehr viele Menschen für Nein gestimmt haben, war halt quasi die Anzahl. Also wenn man es beschränkt, was wäre da eine adäquate Zahl? Ich habe zum Beispiel auch mal eine Zahl von einer spanischen Wissenschaftlerin gehört, dass die sich eigentlich erst so richtig ab 300 Mitglieder rechnen. Aber da sind wir ja hier ganz gut dabei. Also man sieht da ja so eine schöne Normalverteilung irgendwo zwischen 100 und 1000. Wahrscheinlich wäre vielleicht 420 das Optimum.
Genau. Dann eine Frage. Ach genau, das sind noch. Ja. Dann eine Frage, ob Touristen gestattet werden sollen. Und das hat auch sehr viel Diskussionsbedarf, das Thema, weil da hat man sehr viel über das Wort Mitglied diskutiert. Ist ein typisches Mitglied mit Bestimmungsrecht in einem Verein, das wollte man doch ein bisschen weniger, aber auf der anderen Seite Fördermitglied oder auch Besucher als einen gewissen Mitgliedsstatus auf einem gewissen Zeitraum oder auch Partnerschaftsmitgliedschaften. Das heißt, dass Cannabis Social Clubs in Malta mit welchen befreundet sind in Barcelona und die wiederum sind mit welchen befreundet in Berlin. Und dann darf man halt auch so ein bisschen ein- und ausgehen, wenn man am Reisen ist. So solche spannenden Themen wurden ja erörtert. Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen mit diesem Ja und Nein. Das erklärt wahrscheinlich was, weil an sich gab es eigentlich wenig, also in der Diskussion gab es eigentlich wenig Bestrebung, irgendwie Touristen auszuschließen. Also ähnlich wie wir wollen ja auch keine, ich weiß, wir regen uns ja alle über den Vietpass auf, wenn das mal wieder angesprochen wird. Und wir alle wollen ja auch keine Touristen oder Touristinnen, ich sag mal, aus Kneipen ausschließen. Also das ist ja auch sehr verständlich. Wo hält es am besten hin? Ah, okay. So. Auch wieder viel Diskussionsbedarf. Was ist eigentlich gemeint mit nicht kommerziell? Also so wie ich es erläutert habe, und da kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob ich es richtig erläutert habe, meint nicht kommerziell, dass keine Gewinne abgeschöpft werden. Das heißt nicht, dass intern, ich sag mal, eine Art Verkehr passiert. Ich weiß, gerade wir von Endcott hüten uns immer davor, das Verkauf zu nennen von den Produkten. Das sind im Prinzip... Also das wird quasi umgerechnet, aber im Prinzip geht es eher darum, dass man Mitgliedschaften bezahlt und nicht Produkte. Das ist halt vom Wording ziemlich wichtig in einem Land, wo eine Prohibition herrscht. Aber wenn man es ein bisschen lockerer damit umgeht, kann man das auf jeden Fall auch als nicht kommerziellen Vertrieb bezeichnen. Spannend war auch in dem Kontext, inwieweit es halt auch verschiedene Cannabis-Social-Club-Modelle gibt. Also auch welche, die... ja, semi-kommerziell sind. Da wurden halt auch so ein paar Rechtsformen genannt und diskutiert, aber ich glaube, das führt hier ein bisschen zu weit. Dann kommen wir zur letzten Frage. Das war eindeutig. Also sollte der Konsum vor Ort erlaubt sein? Warum nicht? So. Das war's schon. Marktbedingungen sind als nächstes. Ja, ich nochmal, hallo. Marktbedingungen war auf jeden Fall ein sehr kontroverses Thema. Wir haben sehr viel und lange diskutiert und hatten anfangs auch zwei sehr interessante Impulse. Einmal vom Jürgen Neumeier vom Branchenverband Cannabiswirtschaft, der sich ausgesprochen hat für einen sehr niederschwelligen Marktzugang, sozusagen ohne eine direkte Lizenzgebühr, sondern die einfach sozusagen der Staat definiert gewisse Richtlinien, die erfüllt sein müssen, um Cannabis anzubauen in Deutschland. Und die sollten auch möglichst niederschwellig sein. Und jeder, der diese Bedingungen erfüllt, kriegt eine Lizenz erteilt und muss nicht extra nochmal irgendwie eine Gebühr, wie in Kalifornien zum Beispiel, bezahlen, die einfach viel Startkapital benötigt, um irgendwie anfangen zu können. Außerdem hatten wir dann noch ein etwas anders gelagertes Impulsreferat von dem Pit Dämmer. Einige kennen ihn vielleicht von Twitter als Peter Normel. Der hat sein Cannabis-Auktionsmodell über sozusagen ein Cannabis-Center, ein staatlich geführtes Cannabis-Center vorgestellt, das sozusagen als staatliche Auktionsbörse von Kleinstgrowern Überschüsse aufkauft, diese testet und dann in den Markt vom Staat sozusagen mit Siegel und zertifiziert wieder zurückgibt und somit es ermöglicht, dass Fachgeschäfte
auch direkt von Kleinstgrowern sozusagen Produkte aufkaufen können und die vertreiben können über sozusagen den Mittelsmann des Marktes, des Staates, der sozusagen garantiert, dass die Qualität dann auch stimmt. In unserem Eckpunktepapier haben wir allerdings ein paar andere Fragen gestellt. Insofern gab es dann auch bei der Abstimmung viele, viele Diskrepanzen und Nachfragen. Wo sind wir jetzt eigentlich schon? Genau. Allerdings, wir hatten erstmal gefragt, sollte es, wenn es dann irgendwie eine Lizenzgebühr gibt, sollte es eine Kleinstlizenz geben? Also sowas wie Craft Cannabis, Craft Gras, so dass ich also mit einer geringen Fläche oder mit wenigen Pflanzen auch am Markt teilnehmen kann. Und es gibt zum Beispiel einige Staaten in den USA, Maine macht es sehr gut, die haben, glaube ich, eine Lizenz, da ist man mit $500 irgendwie dabei, also Kleinstlizenz, die sich jeder, fast jeder leisten kann und mit der man auch am Markt teilnehmen kann. Da hat sich der überwiegende Mehrteil der Teilnehmer hat sich dafür ausgesprochen, dass es dann ein sehr niederschwelliges Angebot gibt, am Markt teilzunehmen. 18% haben gesagt Nein und 9% waren unentschieden. So, danach wollten wir wissen, woran sich eine etwaige Cannabis-Steuer konkret orientieren sollte. Da gab es verschiedene Ideen, zum Beispiel Jürgen Neumeier vom Branchenverband hatte sich dafür ausgesprochen, dass sozusagen der THC-Gehalt besteuert werden soll. Da gab es allerdings einige Einwände auch und vor allen Dingen für mich der überzeugendste Einwand gegen eine THC-Gehaltbesteuerung war, dass daraus ein bürokratisches Monster werden könnte, weil dann sozusagen jede Charge von Unternehmen anders besteuert wird, weil der THC-Gehalt bei einem Naturprodukt einfach nicht konstant ist und dann sehr großer Aufwand entstehen könnte. Insofern erklärt sich dann vielleicht auch, dass zumindest bei den drei Antwortmöglichkeiten sich der Mehrteil der Teilnehmer für eine Besteuerung nach Masse, nach Gewicht entschieden hat, mit 55%, und der Rest der Teilnehmer entweder für eine Besteuerung nach THC-Gehalt sich entschieden hat oder unentschieden war. Für eine Besteuerung nach THC-Gehalt, da haben die meisten Leute auch argumentiert, dass sozusagen dadurch Cannabis-Produkte und allgemein Cannabis auch als Blüte günstig erhältlich ist, wenn wenig THC drin ist. Sozusagen, dass es Produkte gibt für Menschen, die vielleicht auch nicht so die Bedürfnisse haben, weil sie auch nicht so häufig konsumieren, dass die halt ihr Gras auch sehr günstig bekommen können am Markt. Wenn's bei uns eher nicht so tatsächlich. Okay. So, Moment, irgendwie springt er hier gerade. So, sollte es einen Steuerbonus für einen höheren CBD-Anteil geben? Haben wir auch die Frage gestellt. Der Ausgangspunkt dieser Idee war, dass CBD zumindest auch immer diskutiert wird. CBD hat einen modulierenden Effekt, einen antipsychotischen Effekt, und ein höherer CBD-Anteil würde sozusagen das Gras sicherer machen oder die Cannabis-Produkte sicherer machen. Aber dagegen haben sich relativ eindeutig zwei Drittel der Menschen ausgesprochen bei uns in der Session gestern, haben gesagt, nein, wir wollen keinen Steuerbonus für CBD-Anteil. Das sollte keine Rolle spielen bei der Besteuerung. Warum? Das arbiträr ist. Also man könnte auch andere Cannabinoide nehmen und da irgendwelche Steuerboni für geben, CBN, CBG, was auch immer. Und das macht die Sache sehr unübersichtlich. Und da sich die Mehrzahl, wie man sieht, für eine Besteuerung nach Gewicht entschieden hat, fanden die das irgendwie auch nicht fair. Mhm. So, dann Steuerbonus für Outdoor-Anbau. Da war die Diskussionslage ein bisschen anders. Da haben einige gesagt, ja, wir haben sozusagen auch ökologische Probleme und wir wollen insgesamt weniger Strom
verbrauchen. Und gerade der Indoor-Anbau ist eine sehr stromintensive Angelegenheit. Und insofern haben ja 38% immerhin gesagt, es sollte einen Steuerbonus für Outdoor-Anbau geben. Die anderen haben allerdings argumentiert, also viele von denen, die gesagt haben, nein, brauchen wir gar nicht. Wir haben eh den CO2-Zertifikatehandel in der Europäischen Union und sozusagen Unternehmen, die hohe Energiekosten oder die hohen Energiebedarf haben, die können entweder auch auf Ökostrom umsteigen und haben sozusagen dadurch auch einen relativ geringen CO2-Abdruck, oder die bezahlen halt dafür, dass sie mehr Strom verbrauchen und mehr CO2 emittieren. Und 20% unentschieden zeigen auch, dass das einfach ein Thema ist, wo vielleicht keine ganz einfachen Antworten zu erwarten sind. Dann, es wird jetzt, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich, wir hatten wirklich eine sehr hitzige, oder nicht hitzige, aber eine sehr tiefe Diskussion. Und insofern, wir hatten zum Schluss eine offene Frage und man sieht hier vielleicht, es sind 12 Slides. Ich glaube, ich gehe die jetzt nicht alle komplett durch. Es gab, wenn ich mich jetzt so grob dran erinnere, gab es so ein paar Sachen, die wir nicht abgefragt haben, an die den Leuten auch sehr wichtig waren. Zum einen ging es darum, ist es notwendig für die Erteilung einer Lizenz zum Anbau, dass man Anbauerfahrung, also legale Anbauerfahrung nachweisen kann, muss man dazu sagen. Was ein gewisses Ausschlusskriterium für die allermeisten Deutschen wäre, weil in der Prohibition kann man halt nicht legal Cannabis anbauen. Und vielleicht gibt es ein paar, die irgendwie im Ausland legale Erfahrungen sammeln konnten, aber für den überwiegenden Teil der deutschen Cannabis-Szene, der vielleicht interessiert ist, in Anbau einzusteigen, ist es halt nicht möglich, diese Anbauerfahrung nachzuweisen. Macht total Sinn, fand ich die Ergänzung. Dann ging es vor allen Dingen auch um so Geschichten wie Sicherheitsmaßnahmen. Also wir wissen alle, dass die paar Unternehmen, die Cannabis also Medizinalcannabis in Deutschland anbauen dürfen, die bauen diesen quasi in Bunkern an, also in Hochsicherheitsanlagen. Und es ging vielen Teilnehmern darum, solche Sicherungsmaßnahmen, die brauchen wir einfach für ein legales Genussmittel nicht. Und es sollte also sehr, sehr niederschwellige Sicherungsmaßnahmen geben. Vielleicht ein Zaun drum, vielleicht irgendwie jemand, eine Kamera, die da irgendwie drauf ist und das überwacht. Aber da waren sich doch relativ alle einig, dass wir keine großen Sicherungsmaßnahmen im Sinne von so einer Halbbunkeranlage irgendwie brauchen. Ja, wie gesagt, sind 12 Slides. Wir werden die auch noch auswerten und einfließen lassen in das Eckpunktepapier. Es fällt jetzt schwer, irgendwie da aus dem Fließtext genau irgendwelche Sachen raus. Genau, es ging zum Beispiel auch um Freilandanbau. Also brauche ich ein Gewächshaus als Zugangsabgrenzung oder will ich auch den absoluten Freilandanbau erlauben, am Feld sozusagen, wie der Bauer es normalerweise machen würde. Da haben sich auch viele Leute für ausgesprochen. Und genau, insgesamt einfach, ich glaube, das war so die Quintessenz, es muss sehr niederschwelligen Zugang zum Markt geben und über den Erfolg am Markt entscheidet im Endeffekt der Konsument mit seiner Kaufentscheidung. Und wenn man ein gutes Produkt anbietet, dann kann es auch für kleine Grower, für kleine Produzenten möglich sein, am Markt zu bestehen. Und mit guter Qualität hat man sozusagen eine Chance gegenüber den großen Konzernen. Ich würde sagen, ohne die jetzt alle hier genau vorzustellen, gehe ich dann zum nächsten Thema, das ist Führerschein. Ja, das bin ich schon wieder. Der Lasse Ribbin, der gestern so schön die Session Führerschein moderiert hat, kann heute leider nicht nochmal da sein, aber ich durfte bei ihm
protokollieren, also co-moderieren und versuche das jetzt nochmal durchzugehen. Das war eine, ja, doch sehr, zum Teil sehr, sehr anstrengende Diskussion, sage ich mal, weil wir eben gemerkt haben, dass es da um sehr, sehr viele fachliche Fragen geht, juristische Fragen, Versicherungsrecht und so weiter. Und wir alle gemerkt haben, dass es dann ab einem bestimmten Punkt auch sehr kompliziert wird. Genau, wir haben uns dafür entschieden, keinen konkreten Wert jetzt von der Community abzufragen, was eine THC-Obergrenze angeht, denn da liegen ja auch schon inzwischen von der Druid-Studie und so weiter vernünftige Werte vor. Bis jetzt ist halt einfach noch nicht darauf gehört worden oder das immer noch nicht juristisch umgesetzt worden, diesen Nanogramm irgendwie realistisch hochzusetzen. Und grundsätzlich wissen wir auch, dass eigentlich andere Testverfahren viel, viel sicherer sind, um tatsächlich eine Rauschfahrt festzustellen, weil aufgrund des Abbauverhaltens vom THC solche validen Daten eben nicht vorliegen, beziehungsweise es hier enorm große Schwankungen gibt. Das Thema Patienten wurde ganz oft angesprochen, für die andere Welt gelten. Das gilt aber auch genauso für Gewohnheitskonsumenten. Auch da ist dieser THC-Wert im Blut nicht dann unbedingt aussagekräftig dafür, ob sie jetzt dann tatsächlich berauscht gefahren sind, weil sie ja ganz andere Werte gewohnt sind. Und ein gewisser Restwert bei regelmäßigem Konsum ohnehin immer im Blut verbleibt. Genau, dementsprechend, es gibt andere Testverfahren, Konzentrationsfähigkeit, Geschwindigkeit, Reaktionsvermögen und so weiter. Und hier haben tatsächlich 78% auch gesagt, ja, wir vom HAMV-Verband, wir sollen uns auch dafür einsetzen, dass langfristig eben kein THC-Wert zur Definition einer Drogenfahrt herangezogen wird, wie das auch in den USA gehandhabt wird, sondern eben andere Tests, sobald diese wissenschaftlich valide vorgelegt werden. Und da gibt es inzwischen auch einige Modelle von der TU Dortmund beispielsweise. Genau, und darüber wurde sehr lange und breit diskutiert. Es gab dann hier an der Stelle auch noch den Hinweis, dass natürlich solche Reaktionszeittests eventuell ein bisschen schwierig sind, wenn dann zum Beispiel gerade ein Unfall stattgefunden hat und die Person dann eben nicht so mal eben einen Gleichgewichtstest durchführen kann nach dem Unfall. Okay. Bei der nächsten Frage, da sind wir nachgegangen, braucht es eine Abstufung für versicherungsrelevante Werte? Wir haben ja bei Alkohol auch die Frage, quasi diese Abstufung, dass ab einem bestimmten Alkoholpegel absolute Fahruntüchtigkeit besteht, also definitiv nicht mehr gefahren werden darf und bei bereits geringeren Promillewerten dann aber schon gesagt wird, wenn hier was passiert, dann ist die betreffende Person dann eben, trägt dann eben die Mitschuld daran, weil er nicht nüchtern gefahren worden ist. Auch hier natürlich schwierig, ne? Wir haben dann, es gab auch die Einwürfe, dass sowas natürlich auch wichtig ist bei Unfällen im Berufsleben. Auch hier wieder wichtig die Unterscheidung zwischen Leute, die das als Genussmittel konsumieren, Leute, die das als Medizin benötigen an der Stelle. Also klar, versicherungsrelevante Werte sind dann also nicht nur für Führerscheinfragen wichtig und relevant, sondern gegebenenfalls auch bei anderen Fragen. Und 78% haben gesagt, ja, solche Differenzierung oder Abstufung bräuchten wir. Wobei es bei Cannabis natürlich so der Fall ist, dass so eine absolute Fahruntüchtigkeit, wie das bei Alkohol auftreten kann, nicht unbedingt so eindeutig gesagt werden kann, dass ab dem Wert eben definitiv nicht mehr gefahren werden kann. Auch hier eben der THC-Wert nicht unbedingt das aussagekräftigste, aber auch das kam als Einwand. Wir werden wahrscheinlich erstmal noch nicht von diesem THC-Wert wegkommen, bevor wir uns das quasi umstellen, juristisch und andere Testverfahren dann heranziehen. Aber den hochzusetzen auf einen realistischen Wert, jetzt von 1 auf 5 Nanogramm beispielsweise, das wäre zumindest schon mal ein guter Anfang, weil er dann ja als aktuell eben komplett nüchterne Person einfach der Führerschein entzogen wird.
Genau, und das waren eigentlich schon die beiden groben Fragen. Alles andere wird dann wahrscheinlich schon zu wissenschaftlich, zu detailliert, versicherungsrechtlich, juristisch. Von daher, das sind die Punkte, die wir uns mitnehmen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass auch andere Testverfahren herangezogen werden. Grundsätzlich natürlich weiterhin wird die Forderung bestehen bleiben, dass der THC-Grenzwert hochgesetzt wird. Und dass es Abstufungen für versicherungsrelevante Werte gibt, denn es ist ja nichtsdestotrotz weiterhin wichtig, auch wir wollen nicht, dass Leute berauscht fahren und auch wir wollen nicht, dass irgendjemand andere im Straßenverkehr gefährdet. Und dann gebe ich weiter an das Thema Produktdeklarierung. Sehr gerne. Ich wollte nur noch mal kurz ergänzen, weil ich war Impulsgeber bei der Sessions für Führerschein, einfach noch mal daran zu erinnern, dass es die in Deutschland relativ einmalig nicht ganz, aber zumindest eine im internationalen Vergleich sehr seltene Regelung mit dieser Fahrerlaubnisverordnung gibt. Und das natürlich eine ganz, ganz wichtige Forderung ist, dass dieser Blödsinn endlich abgeschafft wird, dass man auch als nüchterner, regelmäßiger oder mehr oder weniger regelmäßiger Konsument seinen Führerschein verlieren kann. Das gilt auch für andere Drogen. Und das ist ja nun, während wir ja mitbekommen haben, dass das Thema Grenzwerte durchaus im Prozess der Legalisierung mit diskutiert wird und wahrscheinlich mit in dem Gesetzentwurf mit drin sein wird, betrifft das ja ein ganz anderes Rechtsgut, diese Fahrerlaubnisverordnung. Deswegen ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Forderung, das entweder auch parallel zu machen, was wir, wie wir gehört haben, vielleicht schwierig sein dürfte, aber ansonsten da auf jeden Fall ganz, ganz dringend dran zu bleiben. Gut. So viel dazu nochmal. So, ja, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Wir hatten das Thema Verbraucherschutz in dem Sinne, was soll auf den Verpackungen draufstehen, was ist relevant für die Sicherheit bei den Produkten, welche Warnhinweise müssen da sein, welche Verbraucherhinweise müssen da sein und die erste Frage war dann gleich, welche Verbraucherinformationen sind nötig? Da waren sich alle Teilnehmenden einig, der THC-Wert, der soll auf jeden Fall draufstehen. Die meisten haben auch gesagt, der CBD-Wert soll dabei stehen. Es wurden auch weitere Cannabinoide, also zum einen hier pauschal genannt mit 24%. Es wurden aber nachher noch weitere konkret benannt. Sehr häufige Angabe war noch Sortenname. So, dann Mindesthaltbarkeitsdatum, sehr häufig genannt. Und der Anbauort. Genau, und dann wurde noch vorgeschlagen, CBN-Wert, CBG-Wert, hat man gesehen, mit 16% war jetzt nicht so stark ausgeprägt. Gut, die Terpene, ja genau, ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Wert aufgezählt, ne, aber so Terpene hatten wir jetzt hier eine Angabe von 27%. Ne. Das ist natürlich auch wichtig, definitiv. Ich meine, die Ergebnisse werden ja im Einzelnen auch alle dann nochmal online zur Verfügung gestellt. Da können auch die einzelnen Werte, auch diejenigen, die weniger häufig gewählt wurden, auch gerne dann nochmal nachvollzogen werden. Gut, dann kommen wir zur Frage 2, beziehungsweise wir haben auch offene Antworten dazu gehabt, welche Verbraucherinformationen gegebenenfalls noch notwendig wären. Da haben wir die Bestrahlungsart, Schwangerschaftshinweis, Erwachsenenhinweis, eine verstärkende Wirkung des Hanfhinweis, okay. Also geht bei psychologischen, psychiatrischen Themen. QR-Code verlinkt zum Analysezertifikat. Warnhinweise auch betreffend Alkohol, nicht zusammen Auto fahren und so weiter. Und ja, auch der Hinweis, dass man es jetzt nicht unbedingt auf der Verpackung schreiben muss, auch, sondern noch online machen kann. Aber da kommen wir später nochmal in einer anderen Frage hinzu. So, dann zur Frage, welche Warnhinweise sind nötig? Da war am allerhäufigsten erwähnt Aufbewahrungshinweise, also außerhalb der Reichweite von Kindern. Thema Schwangerschaft, Straßenverkehr, auch Überdosierungshinweise zu Edibles waren auch sehr häufig, auch die Mehrheit sagte auch mögliche Atemwegserkrankungen durchs Rauchen. Safer-Use-Hinweise waren auch von der Mehrheit gewünscht und 50% wollten auch Informationen haben zu Wechselwirkungen mit den Medikamenten. Dann kommen wir zur dritten Frage. In welcher Form sollen die Warnhinweise dargestellt werden? Da war die große Mehrheit, sagte, Verpackungen sollten eher überschaubar sein, sollten
Es reicht ein QR-Code auf der Seite, dass man auf eine Webseite kommt, wo dann möglichst viele Informationen möglichst umfassend zusammengetragen werden. Ein Hinweis war auch, dass eine zentrale Informationsseite ja auch staatlicherseits, also beispielsweise vom Bundesgesundheitsministerium oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geschaffen werden könnte, auf die dann alle verweisen, damit das nicht jeder Anbieter individuell handhaben muss. Auch die meisten waren für Piktogramme und Packungsbeschriftungen und knapp unter 50% waren dann der Ansicht, auch ein Beipackzettel sollte dabei sein, wie man es von Medikamenten kennt. Blindenschrift war ein Vorschlag aus dem Publikum, der wurde auch von einer knappen Mehrheit positiv aufgenommen. Gut, dann die nächste Frage war, welche Warnhinweise und Verbraucherinformationen müssen nicht direkt auf die Verpackung und können zum Beispiel auf eine Landingpage. Und da waren die möglichen Atemwegserkrankungen durch Rauchen die häufigste Nennung. Auch häufig das Risiko der Überdosierung bei oralem Konsum, Straßenverkehr, Schwangerschaft, Aufbewahrung außer Reichweite von Kindern war weniger häufig genannt. Safer-Use-Hinweise waren häufig genannt mit 77%, die Wechselwirkung mit Medikamenten und weitere Cannabinoide, während die einzelnen Cannabinoid-Wertangaben wieder hier nicht so oft genannt worden sind. Und ihr seht, wir haben sehr viele Antwortmöglichkeiten. Terpene, Anbauort, Erntezeitpunkt waren häufig genannt, dass die nicht direkt auf die Verpackung müssen, es reicht, wenn die auf der Internetseite stehen. Und last but not least auch Wirkprofil. Und wogegen dann bei der Info-Hotline waren dann die Angabe sehr gering, da hätte man also offenbar die Informationen lieber direkt auf der Verpackung. Dann die letzte Frage, wo wir auch noch ein bisschen mehr zu diskutiert hatten, war, ob der Verkauf vom unverpackten Cannabis erlaubt werden soll. Also Hintergrund ist ja einerseits, viele von euch kennen bestimmt diese Unverpacktläden, dass man mit einer eigenen Verpackung hingehen kann und man kann sich die Sachen, die man dort bekommt, sozusagen in ein eigenes Behältnis packen, hat halt den großen Vorteil, es ist nachhaltig, umweltfreundlich, es fällt kein oder weniger Verpackungsmüll an. Und eine andere Situation, die halt in Frage kommen könnte, wäre halt in der Gastronomie, dass wenn man jetzt beispielsweise ein Cannabis-Café möglich wäre, dass man dort, wenn man Cannabis bestellt, dann nicht die volle Packung gegebenenfalls mit weiteren Informationen und Plastik und allem drum und dran ausgehändigt bekommen muss. Und ein weiterer Hinweis war, wenn man doch Cannabis-Verpackungen macht, die müssen ja auch bestimmte Ansprüche wahrscheinlich erfüllen, bestimmte Anforderungen, dass man dann doch auf jeden Fall ein Pfandsystem einführen solle, dass man die Behältnisse zurückgeben kann und dass die dann auch sinnvoll wiederverwendet, recycelt werden. Und was wir jetzt hier in den Slides nicht haben, wir haben an der Seite kam dann der Einwand der Gastronomie, ist das denn überhaupt ein Thema? Ist das denn überhaupt gewünscht? Ist das überhaupt in der politischen Diskussion? Und die politische Diskussion wird ja von allen Beteiligten gesetzt und wir können ja auch als Interessengruppe, sage ich mal, eigene Wünsche formulieren. Und wir hatten sowohl bei uns als auch in der anderen Session, wurde halt der Einwand gesagt, jetzt ein Barkeeper, der auch harten Alkohol ausgibt, der sollte vielleicht nicht unbedingt Cannabis auch ausgeben. Ist die Frage, ob man das will oder nicht. Eine andere Frage, eine andere Gestaltung der Frage wäre, aber man könnte ja auch ein Cannabis-Café machen, wo man vielleicht nur Cannabis bekommt. Also es gibt verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Wir haben kurz per Handzeichen abgefragt, wer wäre denn grundsätzlich dafür, dass man Cannabis in der Gastronomie erlaubt? Wer möchte das? Und es war einstimmig ja. Also es waren alle dafür, keine Gegenstimmen. Und das war doch ein klares Meinungsbild, was man, denke ich, hier auch aus der Canoco mitnehmen kann. Betreffend der konkreten Frage, ob der Verkauf von unverpacktem Cannabis erlaubt werden sollte, war die häufigste Nennung, dass es erlaubt sein sollte. Aber der Beipackzettel, die Informationen, die sollten weiterhin mit dabei sein. Denn unverpackt bedeutet ja auch, man hat dann keinen QR-Code drauf und keine Piktogramme oder Ähnliches, sondern man kommt direkt für die eigene Verpackung oder gegebenenfalls für den Sofortkonsum. Also 15% haben wir gesagt, in der Gastronomie wäre auch eine Option. Und generell kann man sagen, wir haben hier vier verschiedene Varianten von Ja. Nein sagen nur 12%. Also es ist
eindeutig die Mehrheit dafür, dass Formen der unverpackten Abgabe von Cannabis erlaubt werden sollten. Noch eine zweite Seite, genau die Unentschieden, das sind weniger als 10%. So, dann bewegt sich nichts. Sind wir durch? Ja. Okay, danke sehr. Für dich vor. Jo, also das Thema Jugendschutz, da war es so, das war die erste Session, die unten im Darkroom stattgefunden hat und wir wollten schon relativ am Anfang die Fragen über Slido stellen, haben dann aber lange gebraucht dafür, um das irgendwie in Gang zu bringen und interessant daran, also normalerweise hätte ich das jetzt nicht unbedingt erwähnen müssen, aber interessant daran ist, dass wir haben dann Abstimmungen per Handaufheben gemacht und ganz am Ende hat das dann geklappt mit Slido und haben es auch mal mit Slido gemacht und währenddessen hat sich einiges verändert an den Antworten. Ich habe mir nämlich tatsächlich notiert, wie viel das mit Handaufheben gewesen sind. Also, das ist jetzt aber, Moment, doch, das ist schon richtig. Soll der Zugang zu Cannabisgeschäften und Anbauclubs nur Erwachsenen gestattet werden? Da hatten wir verschiedene Antwortmöglichkeiten und ziemlich eindeutig ist hier die Antwort am häufigsten ja, grundsätzlich nur Erwachsene mit 75%, die das genannt hatten. Ist auch nicht so ganz überraschend, dass zum Beispiel jetzt niemand gesagt hat, Jugendliche sollen grundsätzlich in die Verkaufsstellen dürfen, weil was sollte dann überhaupt noch der Jugendschutz und so. Es gab aber immerhin auch Minderheiten, die gesagt haben, dass auch Jugendliche rein dürfen, entweder in Begleitung von Erziehungsberechtigten oder auch, dass Jugendliche mit rein dürfen, wenn es keine lokale Konsummöglichkeit gibt. Da war es jetzt nicht so, dass das Ergebnis sich so stark verändert hatte, aber es war schon auch ein bisschen eindeutiger im ersten Durchgang, wobei da auch noch einige wenige mehr Leute da waren. Da waren jedenfalls die Mehrheit noch etwas größer, die gesagt haben, grundsätzlich nur Erwachsene. Ja, das ist jetzt erstmal so die Frage zum grundsätzlichen Jugendschutz, aber ansonsten hat uns im weiteren Verlauf der Session vor allen Dingen interessiert, wie denn eigentlich umgegangen werden soll, wenn denn Jugendliche dann trotzdem auffällig werden, also nicht nur was so den Zugang betrifft. Und da ist jetzt also erstmal hier das Ergebnis dazu, sollten Erwachsene bestraft werden, wenn sie ohne Gewinnerzielungsabsicht Cannabis an Jugendliche weitergeben. Das ist ein ziemlich interessantes Ergebnis, weil das war nicht besonders eindeutig. 39% sagen hier ja, 28% sagen nein, dass sie nicht bestraft werden sollen, 33% unentschieden. Dieses Ergebnis hatte sich ziemlich deutlich verändert. Da waren es im ersten Durchgang, als auch noch einige mehr teilgenommen hatten, 14, die ja und 7, die nein gesagt hatten. Also deutlich mehr, die von einer Bestrafung ausgegangen sind. Und dass sich das geändert hat, hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass wir darüber einigermaßen intensiv diskutiert haben, weil da ja sehr unterschiedliche Fälle denkbar sind, was das angeht. Also Extremfall wäre auf der einen Seite ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger Kumpel rauchen zusammen einen Joint und der eine reicht dem anderen den weiter. Auch unter den gegebenen Bedingungen wäre jetzt, glaube ich, niemand dafür, dass es irgendwie eine Strafe für den 18-Jährigen geben sollte. Wenn hingegen ein älterer Mensch durch den Park läuft und unschuldigen Jugendlichen Cannabis schenkt, dann wäre das in den Augen von vielen anderen ein wesentlich stärkeres Vergehen oder es wäre eben überhaupt ein Vergehen im Vergleich zu dem ersten konstruierten Fall. Also insofern kann man sagen, dass es ein klares kommt drauf an, also sprich, in manchen Fällen könnte es solche Bestrafungen geben, in anderen nicht. Das betrifft jetzt erstmal die Erwachsenen. Jetzt aber, was passiert mit den Jugendlichen, wenn sie erwischt werden?
sollten sie weiterhin bestraft oder standardmäßig zu Präventionskursen verpflichtet werden, wenn sie mit Eigenbedarfsmengen aufgegriffen werden. Da hatte ich die Frage auch vorab schon mal so ein bisschen verändert, weil vorher konnte man nur Ja und Nein abstimmen. Ich habe jetzt mal hier drei Möglichkeiten zur Auswahl gegeben. Einerseits, dass Jugendliche weiterhin eine Strafe bekommen oder wenn eben nicht eine Strafe, also nicht nach dem Strafrecht, dann zumindest eine Geldbuße und gegebenenfalls eben auch noch mehr, also zum Beispiel solche Präventionskurse. Da sehen wir ein ziemlich eindeutiges Ergebnis, fast niemand, also eindeutig in der Hinsicht, dass fast niemand dafür ist, dass Jugendliche weiterhin irgendwelche Strafen bekommen sollten. Aber immerhin fast die Hälfte hat gesagt, ja, sie sollen zumindest Präventionskurse oder Ähnliches, also irgendwelche verpflichtenden Maßnahmen mitmachen müssen. Und 37% sagen, nein, gar nichts. Also da ist, sprich, also es gibt zwar Jugendschutz in dem Sinne, dass Jugendliche nichts verkauft werden dürfen. Bitte? Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Naja, dass also Jugendliche einfach überhaupt keine Strafen bekommen. Aber wir haben tatsächlich eben auch jetzt nicht erfragt, zum Beispiel, ob Jugendliche dann trotzdem das Gras abgenommen bekommen werden, wenn sie zum Beispiel von der Polizei erwischt werden. Das könnte man sich vorstellen, dass das vielleicht so das Mindeste sein könnte. Als wir das erste Mal darüber abgestimmt haben, war das Ergebnis hier auch noch ein bisschen eindeutiger. Da hatten 12 gesagt, ja, nur Präventionskurse. Nur 2 hatten gesagt, also gut, ähnlich wie hier. 2 hatten gesagt, nur Strafen. Und 4, nein, nichts dergleichen. Also da hat sich auch schon einiges in Richtung nichts dergleichen verschoben. Und das hat wahrscheinlich was mit der nächsten Frage zu tun, die wir dann nämlich erst intensiver diskutiert haben, weil vorher einigen die Möglichkeit nicht in den Sinn gekommen war, dass die Jugendlichen vielleicht irgendwie straflos bleiben könnten. Hauptsache die Eltern wissen darüber Bescheid. Auch da hatten wir am Anfang schon mal darüber abgestimmt, da fiel das Ergebnis mit dem per Hand aufheben ähnlich aus wie das, was wir jetzt hier sehen können, nämlich dass fast alle tatsächlich gesagt haben, Polizei oder Jugendamt sollen die Eltern kontaktieren, wenn Jugendliche in der Öffentlichkeit Cannabis konsumieren. Also da gab es fast niemanden, der gesagt hat, dass das nicht der Fall sein würde. Finde ich auch ganz interessant, weil bei einigen anderen Sessions haben wir doch teilweise ja immer sehr liberale Anschauungen, so von wegen, es soll gar nichts passieren, keine Strafen oder sowas, aber beim Jugendschutz sind dann doch viele dafür, dass es Konsequenzen geben soll. So, und dann hatten wir jetzt zum Abschluss nochmal eine Frage, die so ein bisschen aus dieser Systematik rausfällt. Das hat jetzt nochmal was mit Produktgestaltung zu tun. Sollte bei der Verpackung eine Verwechslungsgefahr mit anderen handelsüblichen Lebensmitteln, insbesondere Süßigkeiten für Kinder etc., ausgeschlossen werden? Auch da gab es eine relativ große Mehrheit dafür, dass das der Fall sein soll, was wiederum ja ein bisschen abweichend ist auch von dem, was bei diesen Panels zur Produktgestaltung rausgekommen ist, hat wahrscheinlich auch was mit den Interessen derjenigen zu tun, die in dieser Session drin gesessen haben. Da war es, auch hier gab es beim ersten Versuch der Abstimmung noch ein etwas eindeutigeres Ergebnis mit 20-4. Also da war die Mehrheit noch etwas größer, die gesagt haben, dass die Produktgestaltung entsprechend aussehen sollte, dass nicht aus Versehen Kinder darauf zugreifen. Gut, Evaluierung, da kommt jetzt Fabian. Genau. So, wie messen wir den Erfolg, die Evaluierung der Legalisierung? Hört sich erstmal nach einem ziemlich langweiligen Thema an, aber wenn man mal kurz reflektiert, wie viele verschiedene Parameter es gibt, die von der Legalisierung beeinflusst werden können, und vor allen Dingen rein statistisch, wenn es ganz viele Parameter gibt, wird es darunter auch welche geben, die schlechter abschneiden werden. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und die identifizieren, die wirklich wichtig sind und die auch in Relation zueinander setzen. Und das haben wir versucht, hauptsächlich mit zwei Fragen zu adressieren. Und zwar, was muss evaluiert werden?
Die mit der größten Zustimmung waren beispielsweise Bezugsquelle. Also wie entwickelt sich Schwarzmarkt zu Eigenanbau und die typischen Verkaufsstellen, die typischen Bezugspunkte. Der war ziemlich weit hoch. Ansonsten auch, was mit Konsum direkt zu tun hat, Risikobewusstsein, Konsumform, konsumierte Menge war relativ hoch. Und was zum Beispiel relativ uninteressant oder viele uninteressant fanden, war zum Beispiel, inwieweit es traumatische Erfahrungen durch Kontrollen, Durchsuchungen gibt. Wahrscheinlich, weil das auch statistisch schwierig zu ermitteln ist. Oder also es ist schwierig, eine Metrik dafür zu schaffen. Aber auch das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum, wahrscheinlich mit einem ähnlichen Gedankengang. Aber das Ganze wurde ergänzt durch, hier sieht man noch die letzten Werte oder Parameter. Das Ganze wurde aber ergänzt mit sehr, sehr vielen Vorschlägen. Also es kam wirklich, wir können einmal kurz durchklicken, 7 Stück, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber man muss auch sagen, viele Sachen sind auch, ich sag mal, die sind schon in den vorigen Punkten quasi inkludiert, aber teilweise besser formuliert, teilweise weniger gut formuliert. Was aber, ich sag mal, ich hier neu rausgezogen habe, das waren vor allen Dingen 3 Punkte. Und die habe ich jetzt zumindest mal zusammengefasst als den Versuch, vergangene Prohibitionsschäden zu ermitteln. Also inwieweit hat das die Prohibition Schäden in den letzten Dekaden erzeugt, um auch dafür überhaupt mal eine Referenzgröße zu haben und also diese Vergleichswerte zu schaffen. Dann, das fand ich sehr schön, da gab es sehr, sehr viele Wortmeldungen dazu. Die Frage, also die Punkte, die man evaluieren möchte, waren eigentlich schon vorhanden, aber die Attitüde dahinter, Kundenzufriedenheit und Verbraucherschutz, also weniger so dieses, die Zahlen über Konsum und Verbrauch und Konsumform, immer mit dem Hintergedanken, ist das jetzt auch wirklich besser für die Gesellschaft und für die Gesundheit, sondern mehr mit dem Gedanken, hey, KonsumentInnen, seid ihr zufrieden? Seid ihr zufrieden mit dem Markt, mit den Bezugspunkten, mit der Qualität, mit der Kommunikation, also Stichwort Labeling und so weiter? Also das fand ich sehr schön, dass man halt mit einer positiven Perspektive, wie wenn man eine Umfrage auch über Wein oder Kaffee macht. Das fand ich sehr spannend. Also Kundenzufriedenheit und Verbraucherschutz, aber ein bisschen andere Perspektive. Und dann, was auch sehr viel angemerkt worden ist, man benötigt eine gewisse Diversität, also eine Vielseitigkeit, was zum einen Studien angeht. Also das heißt, man braucht nicht für jeden Parameter eine Studie, sondern für manche Parameter auch mehrere Studien mit unterschiedlichsten methodologischen Aufbau, um die Realität am besten zu spiegeln oder abzubilden. Und natürlich auch verbunden, ja, WissenschaftlerInnen sind auch Menschen und haben und eventuell einen Bias, auch eine Institutsdiversität. Also dass unterschiedlichste Institute Gelder in die Hand bekommen, die Legalisierung zu evaluieren. Und damit beende ich schon und Amnestie ist das Nächste. Ja, viele interessante Sachen dabei, die ich noch mitnehmen kann. Die Frage war ja, ob die Frage, wo konsumiert werden darf, Thema in den Anhörungen ist und in den ganzen, im politischen Raum. Ja, ist es. Tatsächlich wird darüber diskutiert, ob man in den Abgabestellen konsumieren darf oder wo sonst, weil das sonst in der Gastronomie ist. Zumindest soweit schon mal Feedback an der Stelle. Ich mache jetzt nochmal Amnestie. Das war eine interessante Session, weil Carmen Wegge nochmal da war als Speakerin, nochmal vorbeigekommen ist. Die ist ja Volljuristin auch und hat sich da tatsächlich von Anfang an mit beschäftigt, seit wir den Vorschlag gebracht haben, dass Amnestie halt auch ein Thema ist und in den USA auch regelmäßig passiert. Das war erstmal hat das natürlich die Session geprägt, dass sie da war, zumal wir auch nicht so viele Fragen hatten in dem Sinne, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, wo wir selber noch Informationsbedarf haben, wo wir gar nicht so furchtbar gut darüber Bescheid wissen, wie so eine Amnestie überhaupt funktioniert oder was man jetzt auch die Community hier fragen soll, ne, in dem Zusammenhang, was überhaupt sinnvolle, juristisch mögliche Fragen sind. Und sie hat da wirklich einen ganz guten Überblick nochmal gebracht, wo ich auch nochmal ein bisschen
selber mehr Klarheit gekriegt habe dafür. Und wir haben ein paar interessante Add-ons kennengelernt, die automatisch im Prinzip mit integriert sind in verschiedene Möglichkeiten und Stufen, die da passieren könnten. Und die eine ist zum Beispiel eben, selbst wenn man gar nichts weiter beschließt Richtung Amnestie, dass dann, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, dass Cannabis legalisiert wird, automatisch auch die laufenden Verfahren sofort erledigt sind. Ja, die werden dann auch nicht mehr zu Ende gebracht nach altem Recht, sondern wird da neues Recht angewendet mitten im Verfahren und die werden dann im Prinzip zugemacht, die Verfahren. Das ist eins dieser Add-ons, ne, von denen ich jetzt nichts wusste so richtig. Das zweite ist, wir haben ja vor allen Dingen uns die Frage gestellt, kriegen die Leute auch eine Entschädigung? Weil das, was wir aus den USA immer hören, sind Löschungen von Daten oder Versiegelung von Daten, dass eben die Polizei da nicht mehr darauf zugreifen kann. Aber was mit einer Entschädigung, einer finanziellen Entschädigung für bestimmte Sachverhalte? Ja? Einerseits bezahlte Strafen, die man halt wirklich, die einem abgeflossen sind als Geld, aber auch Schaden, den man sonst gehabt hat. Also Gefängnisstrafe ist das Schlimmste, was einem passieren kann, vermutlich so repressionsmäßig, aber auch die Stigmatisierung, die mit einer Strafverfolgung einhergeht. Sozialstunden, was weiß ich, ja, was da so alles irgendwie so im Urteil drinstehen kann. Und bei einer Amnestie ist es wohl so, dass automatisch die bezahlten Strafen mit erfasst werden. Die werden dann ausgezahlt wieder quasi. Ja. Das fand ich einen Punkt, fand ich sehr interessant. Amnestie heißt nicht nur Datenlöschen, nicht nur Rehabilitierung der Person als sauberer Bürger sozusagen, sondern auch Rückerstattung bezahlter Geldstrafen. Wobei da natürlich interessant ist, dass man noch ein Datum festlegen muss. Ja, bis wann geht man denn da eigentlich zurück? Adenauer zum Beispiel wäre da ein ganz gutes Beispiel. Der hat selber mal so eine Amnestie gemacht, damals für alle kleinen Straftaten. Da hat er einfach gesagt, so zack, alles weg damit. Und hat da seine eigene Amtseinführung als Datum gewählt, wie weit das dann eben zurück passieren soll. Also können wir auch machen. Ne? Alle Strafzahlungen, Strafgelder, die bezahlt worden sind für Cannabisvergehen, die dann legal sind, bis zurück nach Adenauer würden alle zurückbezahlt. Oder man sagt halt 10 Jahre oder so. Ja? Eine interessante Frage, was das kostet dann, der Spaß. Und dann gibt es halt, aber das ist auch so ein Add-on, ja? Amnestie kommt immer mit Erstattung von bezahlten Geldstrafen. Und dann gibt es aber noch die nächste Stufe, das ist dann die Rehabilitation, wo dann darüber hinaus eben auch noch Entschädigungen gezahlt werden für Schaden außerhalb von finanziellen Geldstrafen, wie eben Gefängnisstrafen und so weiter, dass man da auch diese Dinge entschädigt bekommt. Die Höhe muss dann auch noch festgelegt werden, ne, was jetzt so ein Gefängnistag in dem Zusammenhang jetzt wert sein soll. Und wieder die Frage, wie weit geht man da zurück? Da gibt es tatsächlich auch konkrete Beispiele dafür, insbesondere zuletzt bei der Rehabilitation Homosexueller, die eben auch für ihre sexuelle Orientierung verurteilt worden sind, bis hin zu Gefängnisstrafen und so weiter. Und die dafür dann tatsächlich auch entschädigt worden sind für diese Gefängnistage, die sie da abgesessen haben. Das war also so grundsätzlich mal so das Thema, um das sich das Ganze gedreht hat. Und daraus haben wir dann eben auch dann doch noch unsere Fragen abgespult, die wir vorher aufgeschrieben hatten, wo ich gar nicht wusste, geht das überhaupt rechtlich? Ja, da hat man da sagt, wir fordern jetzt alle möglichen Zahlungen oder auch nicht. Aber ja, da sagen wir ja gar nicht so schlecht, das ist alles möglich. Und das hier ist noch eine relativ undifferenzierte Frage nach diesem Vortrag, weil es nicht differenziert zwischen Geldstrafen und Entschädigung für eben Gefängnis und so weiter. Aber eine erstaunlich knappe Mehrheit, die dann gesagt hat, ja, soll auch Geld fließen dann nach der Legalisierung. Ein relativ großer Teil, wir haben das gleich auch nochmal als umgekehrte Frage, war auch zufrieden damit zu sagen, okay, ja, Gott, machen wir halt einen Strich hier an der Stelle, ja, die alten Daten werden gelöscht, die Leute sind entstigmatisiert, haben halt nichts mehr in den Akten stehen und vergessen wir das mit der Entschädigung, ist jetzt auch wurscht, ja, Hauptsache, ne, Blick in die Zukunft so ungefähr. Dann nochmal so abgefragt, ja, für was wäre denn eine Entschädigungszahlung jetzt irgendwie gut? Und dann natürlich kommen erstmal die weg, die vorher gar nicht dafür waren, zu entschädigen.
Aber da sehen wir auch gewisse Unterschiede. Also Freiheitsentzug, ja, wie ich eben schon mal gesagt habe, das ist halt natürlich schon eine krasse Form von erlittenem Leid im Gegensatz einfach zur Verurteilung, ja, wo man einfach sagt, ich bin Straftäter, ich bin jetzt stigmatisiert, ist was anderes, wie ich habe im Knast gesessen, logischerweise. Das spiegelt sich dann halt hier auch wieder. Wobei eben, wie gesagt, wenn es überhaupt zu einer Amnestie kommt, die Kosten, die tatsächlich gezahlt worden sind, zumindest die Strafen, sowieso mit drin sind. Berufsverbote waren noch ein Thema, die auch eben mit zu dieser Amnestie gehören, zur Entstigmatisierung und so weiter. Es gibt eben auch eine Menge Leute, die ihren Job verloren haben aufgrund der Repression bei Cannabis. Und wir hatten tatsächlich mal gefragt, ne, wie kennt ihr irgendwen hier oder seid ihr selber betroffen davon? Und dann haben sich 4 Leute gemeldet, die ihre Story erzählt haben. Arbeit mit Jugendlichen, Krankenpfleger, ja, die irgendwas in Akten dann stehen hatten mit Cannabis und zack waren die raus aus dem Spiel. Einer der Krankenpfleger war, der dann seine Ausbildung nicht mehr zu Ende machen konnte und den Titel dann gekriegt hat, der hat sogar weiter als Krankenpfleger arbeiten dürfen, ja, nah am Giftschrank, am Rauschgiftschrank, aber hat nur in weniger Bezahlung gekriegt. Ja, also da wird es dann total absurd. Entsprechend war dann auch das Ergebnis, ja, wobei wir dann natürlich auch nicht mit Widerstand gerechnet haben, ja, oder hat die Szene jetzt gesagt, wir wollen jetzt unbedingt, dass irgendwelche Berufsverbote aufrechterhalten bleiben, aber entsprechend klar war das Ergebnis auch, dafür soll Entschädigung gezahlt werden und die sollen auch alle beendet werden, diese Berufsverbote, kommen gleich auch nochmal. Hier habe ich gesagt, wie eben angekündigt, die Frage nochmal umgedreht, ja, doch ein relativ großer Teil, 44%, eine relative Mehrheit sogar, die sagt, ja komm, vergiss das alles mit der Kohle. Ja, das ist ja auch als Forderung dann viel höherschwelliger für den Staat, ja, wenn man sich so fragt, okay, wie wahrscheinlich ist denn das, dass jetzt die Bundesregierung da oder der Bundestag die volle Geschichte beschließt, dass wir wirklich sagen, okay, jeder Gefängnistag bis Adenauer zurück irgendwie wird erstattet. Ausgerechnet hatte Wegge das in ihrem Büro leider noch nicht. Ja, vielleicht kriege ich einen Haukap mal dazu, sich das zu überlegen. Aber das dürfen viele, viele Milliarden sein am Ende, ne, wenn man das wirklich alles mit einbezieht. Und das verringert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sowas beschlossen wird. Hat Wegge tatsächlich auch so gesagt, ja, dass das in der aktuellen politischen Diskussion ja, klar ist, ihrer Meinung nach, dass das nicht passieren wird. Ne. Also gesagt, sagt niemals nie, aber sie hat im Prinzip auch signalisiert, dass das keine Chance hat. Und ein relativ großer Teil der Leute, wie man hier sieht, 44%, haben auch gesagt, ja komm, ist auch gut, reicht dann auch irgendwie. Ja, da sind wir nochmal bei den Berufsverboten, wo dann auch ganz klar war, ja, also zukünftig soll halt jede Art der Berufseinschränkung wegfallen. Ne? Und ein paar haben dann noch gesagt, 11%, ja, aber bei sozialen, pädagogischen Berufen, sich Maschinen bedienen, bla bla, sollte man weiterhin einschränken, wobei natürlich darum geht, mehr einschränken als nüchtern zur Arbeit erscheinen und auf der Maschine arbeiten. Ja, das haben wir eh vorausgesetzt. So, das fand ich nochmal interessant hier mit der Entschuldigung. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass das jetzt so eine moralisch gesellschaftlich-ethische Frage oder so. Ja, im Moment wird das alles so technisch diskutiert. Ne? Ich meine, Entschädigung ist Kohle. Ja, willst Kohle in der Tasche haben, das ist irgendwie klar. Das ist irgendwie was man anfassen kann und so. Aber offensichtlich ist doch irgendwie für sehr viele diese Entschuldigung auch wichtig. 55%, sehr wichtig, dass mal irgendwer dass mal irgendwer von der Regierung sagt, ob es jetzt Lauterbach oder Scholz ist oder so, ja, oder vielleicht auch Blinert, Leute, alle, die davon betroffen waren, von dieser staatlichen Prohibition, die im Knast gelandet sind, die irgendwie stigmatisiert worden sind, ich entschuldige mich im Namen des Staates Deutschland für dieses erlittene Unrecht. Obwohl die Personen ja alle damit gar nichts zu tun haben. Ja. Das ist mein Gedanke erstmal. Ja. Aber die repräsentieren halt den Staat und müssen sich dann für die Taten ihrer Vorgänger mal entschuldigen. Das ist im Prinzip die Mehrheitsmeinung gewesen an dem Punkt. Das finde ich auch ganz interessant, auch das nochmal rüber zu spiegeln. Ja. Wir werden dann auch das Ganze, die Auswertung dann auch den Politikern nochmal zur Verfügung stellen. Wir müssen denen ja auch jetzt sagen, wir haben unsere Eckpunkte aktualisiert nach der Cannabis-Normalkonferenz und die Ergebnisse hat die Konferenz ergeben. Und unter anderem werden wir denen dann auch das hier nochmal unter die Nase reiben und sagen hier, die Leute hätten gerne Entschuldigung, weil das einfach verdammt nochmal Unrecht ist, was da passiert ist.
Da haben wir nochmal dann, nachdem das Amnestie-Thema durch war, ja, ich hätte sowieso in der Session gerne Thema internationale Verträge nochmal ein bisschen breiter ausgewalzt, nochmal mit einem interessanten Speaker, weil das eben sowieso eine Input-Session war, wo wir nochmal ein bisschen mehr rechtliches Futter auch gebraucht haben, aber haben wir leider keinen Juristen gekriegt, der uns dazu mal erzählt. Zuletzt war Kai Amboss zum Beispiel in der Presse damit, Jurist mit Einschätzungen zu den internationalen Verträgen, den haben wir angefragt, der kam leider nicht. Dann haben wir aber doch nochmal so die Standardsachen durchdacht. Die UN-Verträge, ja, internationale Verträge hier in Bezug auf UN-Verträge, da gibt es ja eben die Möglichkeit, entweder ignoriere ich das einfach, legalisiere einfach und kümmere mich da nicht drum, wie Kanada das gemacht hat. Dann kriegen die einen blauen Brief von der UN, aber die Vereinten Nationen haben dann keine Sanktionsmöglichkeiten. Ja, dazu sagen, der Staat muss jetzt zig Millionen Euro oder Dollar irgendwie Strafe zahlen, sondern der blaue Brief ist dann die einzige Strafe und das kann Kanada da ganz gut aushalten. Ist aber natürlich eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber internationalen Verträgen, wo man an anderen Stellen ja auch will, dass andere Staaten sich daran halten. Insofern muss man da doch ein bisschen netter mit umgehen mit diesen Geschichten, respektvoller mit internationalen Verträgen, dieser Atomwaffensperrvertrag oder so, ja, da will man auch nicht, dass einfach Länder plötzlich sagen, ja komm, was interessiert mich das? Kündigen, ändern, das kommt mehr oder weniger auf dasselbe raus, ja, da war nicht so ganz klar in der Diskussion jedenfalls, ob kündigen wirklich so gemeint ist, dass man nicht wieder beitritt, weil der Standardwert oder der ganz korrekte Weg wäre, dass man erstmal eine Änderung beantragt bei den Vereinten Nationen und sagt, nehmt bitte Cannabis aus den Verträgen raus. Was völlig unrealistisch ist, das dauert noch ewig, bis das soweit ist, ja, da kann man 20 Jahre dran arbeiten, irgendwann werden sicherlich auch die Anträge immer mal wieder gestellt, das wird abgelehnt, hat man sich das schon mal abgeholt, dann würde das bedeuten Austreten aus den internationalen Verträgen, das wurde ja jetzt auch viel diskutiert, Richtung 30.06., ne, passiert das noch rechtzeitig, damit zum 01.01. nächstes Jahr dann eben das auch wirksam wird und die Legalisierung dann gemacht werden kann, aber dann eben auch wieder eintreten mit der Ausnahme für Cannabis. So hat Bolivien das mit Coca-Blättern gemacht. Die sind wieder Teil der internationalen Verträge und haben auch gesagt, wir akzeptieren aber nicht für Coca-Blätter. Das ist der korrekte Weg sozusagen, diesen Vertrag weitgehend zu respektieren. Nicht auf der Liste, der schwarzen Liste der Evil-Länder der USA zu landen, ja, dass man da irgendwelche Sanktionen kriegt und die ihre Entwicklungshilfe für Deutschland streichen, weil wir jetzt auf einmal ein Narkostaat sind und diese Verträge nicht mehr unterstützen. Ja, dass man das eben wirklich nur die Ausnahme für Cannabis macht und ansonsten, naja, gut, ne, machen wir halt weiter damit. Das wäre aus meiner Sicht erstmal so der vernünftigste Weg, also sofern man eben diese ganzen anderen Drogenverbote jetzt nicht in Frage stellt, ja. Als Mitglied im Schildower Kreis und bei Lieb e.V. und so weiter würde ich sagen, ja gut, wunderbar, ja, wenn ihr nicht wieder eintreten wollt, dann lassen wir das eben. Ne? Entwicklungshilfe braucht man jetzt nicht unbedingt von den USA und ansonsten sind auch die anderen Drogenverbote Blödsinn. Aber soweit ist ja Deutschland noch nicht, insofern wir wieder eintreten mit dieser Klausel, die wahrscheinlichste Variante. Von daher, das haben wir so genau vorher nicht diskutiert und deswegen glaube ich nicht, dass 21% sagen würden, jetzt komplett draußen bleiben dann auch. Ja, also die Kombinationen bleiben, ändern, das ist dann ungefähr die zweite Hälfte gegenüber dem Ignorieren. Das war nicht ganz klar, das Bild an der Stelle. Was wir hier nicht drin haben in den Umfragen, ist der Schengen-Vertrag und EU-Recht. Das hat uns ja im Prinzip seit der Wahl, seit wir jetzt hier ernsthaft in Deutschland Legalisierung diskutieren, es erwischt. Oder sagen wir mal, seit Luxemburg die Legalisierung abgesagt hat mit Hinweis auf EU-Recht. Das ist ja auch kurz vor der Wahl erst gewesen. Seitdem wissen wir halt, okay, im EU-Recht steckt auch noch irgendwie eine Bombe drin, ja, ohne dass das vorher jemals eine Rolle gespielt hätte. Und das hat eben auch damit zu tun, dass im Schengen-Raum sich bezogen wird auf die internationalen, also auf den UN-Vertrag. Und selbst wenn wir da austreten als Deutschland, wieder eintreten, dann kannst du Zinnober da irgendwie formal durchziehen, selber als Deutschland nicht mehr Teil der internationalen UN-Verträge sind, steht trotzdem im Schengen-Vertrag drin, ja, wir beachten den Drogenvertrag der Vereinten Nationen. Ja, wir kommen aus der Nummer so irgendwie nicht raus. Das heißt, wir müssen uns auch mit den europäischen Nachbarländern einigen, wie wir da vorgehen. Oder eben die Schengen-Verträge ändern. Und das war im Prinzip Wegges Ansatz jetzt erstmal. Ne? Sie hätte die Hoffnung nicht aufgegeben. Offensichtlich gibt es da irgendwelche Verhandlungen an dem Punkt mit den ganzen europäischen Kollegas, diesen Teil der Schengen-Verträge zu verändern und dass wir da aus der Nummer irgendwie rauskommen. Ich bin gespannt, wie weit sie da kommen. Ja, das ist sicherlich keine einfache Angelegenheit. Ich sage nur Ungarn. Und wenn man da irgendwas Zustimmung für irgendwas will, dann wird das teuer.
Und dann ist natürlich auch ein riesiger Aufwand, diese ganze Koordination. Aber die haben ja jetzt auch 10 Stellen ausgeschrieben, unter anderem, glaube ich, auch tatsächlich, um dieses ganze Telefoniererei mit den europäischen Nachbarländern zu organisieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, wunderbar. Haben wir ein Saalmikro bereit? Haben wir einen Stage Manager am Start? Wunderbar. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Feedback. Wir würden uns gerne nochmal anhören, hier, was ihr hier zu der ganzen Geschichte erzählt, zu sagen habt. Ja. Also gerade zum Thema Entkriminalisierung und auch Entschädigungen, war es denn ein Thema, eine Trennung vielleicht zwischen Patienten und anderen zu machen, oder wird es jetzt so laufen, wenn es Entschädigungen gibt, dass die Patienten, die das im kleinen Rahmen zur Eigenversorgung gemacht haben, weniger Entschädigungen kriegen als die, die richtig groß und verkauft haben und damit ja auch schon richtig viel Geld verdient haben und die deutlich höhere Strafen gezahlt haben? Gab es da irgendeine Trennung, oder heißt die, wo vorher richtig groß kriminell war und kriegen jetzt mehr, und die Patienten, die nur klein notdürftig gemacht haben, kriegen weniger? Also das war kein Thema an der Stelle. Wie ja insgesamt diese Eckpunkte, muss man immer wieder sagen, nur sich mit Cannabis als Genussmittel befassen, ne, die ganze Konferenz hier, was nicht heißt, dass uns das Thema nicht interessiert. Das ist eine eigene Schiene, ja, wo man wirklich von vorne bis hinten gucken muss, was muss da noch passieren, Wegfall des Genehmigungsvorbehalts der Krankenkassen und so weiter. Das war ausdrücklich hier nicht Thema. Genau, so jetzt zur Konferenz, ja, hätte man natürlich gerne noch mal ein bisschen Feedback, wenn da jemand irgendwie was sagen will, ja, was gut war, gerne aber auch was schlecht war, ne, irgendein Detail, was wir noch besser machen könnten, falls wir jemals wieder eine Kanoko machen, gebt uns mal noch ein bisschen Futter, was das angeht. Ich habe es dir gestern eh auch schon persönlich gesagt, es war jetzt meine zweite Kanoko, es wird hoffentlich nicht meine letzte bleiben. Wenn ich die Chance nochmal kriege, werde ich sicher dabei sein. Ich habe mich mega wohl gefühlt. Ich habe mich ernst genommen gefühlt das ganze Wochenende. Das ist sehr unüblich. Und ich finde es wirklich schön, dass ihr trotz Verlusten oder trotz der Notwendigkeit der Spenden diese Arbeit auf euch nehmt, um diesen Raum zu schaffen für das, was die letzten 3 Tage passiert ist. Und großes Danke. Da hinten haben wir einen Kollegen. Geht nicht. Doch, geht. Also ich wollte nur kurz sagen, hier sind ja meine Schwester, die hat ein Weingut und die war hier auch schon mal in der Alten Münze. Da gibt es ja auch immer wieder so Weinmessen. Und mir ist eigentlich positiv aufgefallen, dass gar nicht so viel konsumiert wurde hier. Also wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Ja, ist alles relativ, ne? Ja, von mir auch ein kurzes Wort. Erst einmal herzlichen Dank an die gesamte Runde vor allen Dingen, also nicht nur an den DHV, sondern auch an die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, hierher zu reisen, teilweise aus Bayern, wie ich mitbekommen habe. Ich komme aus Bremen, andere aus Hamburg. Ich glaube, aus dem Ausland waren auch ein paar da. Ich habe sehr, sehr hochqualitative Diskussionen wahrgenommen, habe das sehr, sehr spannend gefunden. Waren tolle Leute hier. Und ansonsten vielen herzlichen Dank auch an Georg. 25 Jahre lang massierst du das schon in die Community, in die Bevölkerung ein, überall hin. Du hast mich vor ein paar Jahren abgeholt, also konkret du von der Entfernung. Das hast du jetzt erst hier erfahren, aber es ist nun tatsächlich so. Und ich denke, das geht vielen anderen auch so, dass sie schon sehr aktiv, wenn auch noch passiv, mit zuschauen. Und immer mehr kommt zur Sache dazu. Und das finde ich super. Vielen Dank, alle zusammen. Danke. Okay, jetzt ist jemand dran oder ich? Hallo, hallo. Okay, mir hat es Spaß gemacht, diese Sache zu unterstützen. Ich fand es ein bisschen doof, ich weiß, dass ihr da nichts für könnt, dass hier in der Location doch viele Barrieren sind. So, also wenn ich zum Beispiel, und wenn unten das Klo voll ist, muss ich 2 Treppen hoch und so, fand ich echt schwierig teilweise. Da könnte man noch ein bisschen dran drehen, also einfach diesen blöden alten Fahrstuhl mal irgendwie aktivieren und so. Aber ich hörte schon, das wäre nicht ganz einfach. Aber wir haben ja eben auch viele Leute, die ein bisschen eingeschränkt sind. Also ich hätte mich gefreut über etwas Fahrstuhl, ganz einfach. Und sonst fand ich es toll, also viel Wissen hat sich hier versammelt, auch viele gute Gespräche, wie mein Vorredner gesagt hat. Aber gibt natürlich auch kritische Anmerkungen, aber die will ich jetzt hier echt nicht breittreten. Ich bin sehr gespannt auf die Aufzeichnungen, da können wir ja vielleicht auch noch das eine oder andere klären.
Und ja, also es hat mir echt Spaß gemacht, euch auch alle zu treffen. Und das ist ziemlich toll, dass ihr alle nach Berlin gekommen seid, von weit her, und euch für das Thema interessiert. Dankeschön. Ich möchte mich auch ganz herzlich nochmal bedanken bei dir und euch, Georg, bei dem ganzen DHV-Team, auch bei euch allen. Ich habe leider mit viel zu wenig Leuten von euch persönlich gesprochen, dafür sind wir einfach zu viele. Aber ich weiß, dass euch allen das Thema Cannabis sehr am Herzen liegt. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und ich dachte mir so, wow, ich habe echt viel mitgenommen, sehr viel gelernt. Auch neue Konzepte, die mich wahnsinnig inspiriert haben in unterschiedlichen Workshops. Und die Sache, die mir heute Morgen nochmal so hochkam, war so, wir stehen hier, glaube ich, wirklich vor so einer Art Paradigmenwechsel. Und ich sage das nochmal so ganz bewusst, weil wir halt so viele Jahrzehnte Prohibition haben. Die Welt ist unter anderem so abgefuckt, seitdem Cannabis Hanf verboten ist, weil erst dadurch sich so eine riesige alternative petrochemische Industrie erst überhaupt bilden konnte in Übersee und quasi diese ganzen Auswirkungen heute noch zu spüren sind. Also was wir hier erleben, wir sind kurz davor, das durchzubringen, was uns wirklich am Herzen liegt. Und das ist riesig. Und ich, auch nach dem Politiker-Talk am Freitag, ich bin so mit gemischten Gefühlen rausgegangen, weil ich dachte so, es kam jetzt nicht wirklich irgendwas Neues raus und mal schauen, was es am Ende dann wirklich wird. Aber nochmal so dieses, wir lassen uns nicht mit netten Worten abspeisen. Wir sind kurz davor, was durchzukriegen, was historisch ist. Und wir geben nicht auf. Und am Ende ist nicht Legalisierung, dass wir legal draußen konsumieren dürfen, ohne dass uns ein Polizist auf den Sack geht, sondern dass wir alle Rechte haben, die wir haben dürften, um Gesundheit und unser Menschenrecht auszuleben. Und genau, danke an alle, die sich dafür einsetzen. Und danke an alles. Ja, die mich vielleicht in einigen Diskussionen schon mal irgendwie wahrgenommen haben oder so, wissen, ich bin recht radikal in meinen Ansichten, aber sozial, ja, ich würde sagen sozialradikal. Er ist ein bisschen emotional. Ich habe jetzt über 12 Jahre oder 13 Jahre nicht mehr in Deutschland gelebt, habe meinen ersten Wohnsitz noch in Belgien, war dreieinhalb Jahre in Dänemark und ich bin sehr, sehr beeindruckt von der Diskussionskultur, habe hier sehr viel mitgenommen und ja, von den Emotionen her, ich wäre gerne viel früher zurück nach Hause gekommen. Zwei Minuten hätten wir noch. Mir blieb das ganze Wochenende der Satz dieser Dame der SPD in den Ohren, dass es eigentlich nur noch am Handel läge, dass es nur noch daran läge, den Handel legalisieren zu können und alles andere stünde schon in den Startlöchern. Und das, das zeugt euch irgendwie von falschen Absichten. Ja. Und wir finden ja aber zusammen und es ist eine gute Energie. Und drum, ja, ist uns das, also ja, kann mir das egal sein. Ja, danke. Ich heiße. Ein recht kurzes Feedback. Die Namensschilder fand ich super, haben den Einstieg in Gespräche deutlich erleichtert, eine deutlich persönlichere, irgendwie Community-artige, ja, oder eine Community hier geschaffen, so wirklich. Ja, fand ich super, gerne wieder. Hoffentlich in der nächsten Kanuko wieder hier. Ja, ich wurde gerade kurz angerufen. Ich heiße Lukas Kotschenreuter und ich möchte mich für alle hier bedanken, dass ihr hier gekommen seid und auch diese Gespräche mit ermöglicht habt und für die Möglichkeit, hier in der Alten Münze wirklich wunderschön gemeinsam die Zukunft gestalten zu können. Und ich habe eine Anmerkung. Und zwar der Homegrow interessiert mich sehr und gestern die ganzen Diskussionen um den Homegrow haben mir auch wirklich gefallen, viele schöne Inputs, bloß bei der einen Frage war ich nicht ganz, also die Fragen generell waren spitze, haben auch viel für Diskussion gesorgt,
Aber beim Eigenanbau, muss ich sagen, hätten wir nochmal wirklich differenzieren müssen zwischen dem Indoor-Anbau und dem Outdoor-Anbau. Und so wie die Polls zurzeit stehen, war mit der Quadratmeteranzahl irgendwie so 2/3, ja, das halten wir nicht für eine sinnvolle Eingrenzung. Und das bleibt jetzt so stehen. Ich möchte betonen, dass wir für den Indoor-Anbau vor allem diese Quadratmeteranzahl. Hast du schon alles notiert? Gut, danke. Bloß, weil es ja jetzt in dem Vortrag wieder so pur dastand, aber wenn ihr noch Notizen dazu gemacht habt und eben für eure weiteren Gespräche mit den Politikern dann das mitgenommen habt, Indoor bitte Quadratmeter, draußen Pflanzen. Aber die Hälfte von uns ist auch für eine Begrenzung der Maximalmenge, also der Menge, dass man den Anbau über die Menge begrenzt. Deswegen, das ist auch interessant, muss man noch weitere Gespräche führen. Danke, dass das mit der Quadratmeteranzahl noch berücksichtigt wird. Das war's von mir aus. Hat viel Spaß gemacht und ich bin jetzt richtig, ich freue mich auf die Legalisierung. Richtig schöne Ansätze. Dazu noch mal kurz, nach wie vor könnt ihr ja auch auf unserer Homepage die Eckpunkte kommentieren mit solchen Details. Ja, wenn euch jetzt nach dem ganzen Hirnbombardement noch irgendwas einfällt, in der ganzen Nachdenkerei, dann könnt ihr möglichst schnell allerdings auch dann bei uns auf der Seite die Eckpunkte noch mal kommentieren mit solchen Details. Und ich sage auch noch mal dazu, ne, das sind Meinungsbilder, die wir hier gemacht haben, keine Abstimmungen, die dann 1:1 sich wiederfinden in den Eckpunkten. Wir werden jetzt im Team das Ganze besprechen. Manche Abstimmung war ja auch sehr knapp, ja, nicht unbedingt von einer repräsentativen Gruppe auch durchgeführt. Da kann es sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle da auch von abweichen. Aus rechtlichen Gründen zum Beispiel könnte das auch mal passieren. Aber es waren viele interessante Impulse auf jeden Fall, die ich hier gesehen und gehört habe. Und davon wird eine ganze Menge einfließen in die Eckpunkte und aber eben auch die Kommentare, die auf der Homepage bei uns gekommen sind, auch von DHV-Mitgliedern zum Beispiel, die eben nicht hier sein können, werden wir natürlich auch berücksichtigen. So, wer jetzt noch ein Mikro hat, darf noch mal sprechen und dann nur noch ich. Okay, dann halte ich es kurz. Der Konferenz war super. Vor 2 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir gefühlt so nah sind an Legalisierung. Ich möchte mich aber für 2 Punkte die Lanze noch brechen. Das erste ist, wir haben hier die Möglichkeit, eine komplett neue Industrie aufzubauen. Und wir können eine nachhaltige Industrie aufbauen und das sollten wir auch tun. Der zweite Punkt ist, in viele Sachen kam die Polizei vor. In der Jugendschutz zum Beispiel war dann so die Frage, ob die Polizei dann so oder der Jugendamt Eltern anrufen sollten. Meiner Meinung nach sollte die Polizei so weit wie möglich aus diesem Thema rausgehalten werden. Ja, das war ein schönes Schlusswort gewesen. Ich für meinen Teil habe mich auch sehr gefreut, dass sowas hier mal wieder möglich ist, gerade nach dem ganzen Corona-Kack irgendwie, wo man nur mit Kameras geredet hat und mit Bildschirmen und so, ne, jetzt mal wieder echte Leute irgendwie zu haben, wieder normale Gespräche zu führen, fand ich befreiend geradezu. Ich fand auch heute jetzt diese Session nochmal super, ja, wo man normalerweise denkt, so ja, die Sonntagsmüdigkeits- Sessions, Zusammenschmeißgeschichten, die sind meistens langweilig und man schläft da halt bei ein und so weiter, ne, und erfährt nicht viel Neues. Aber das hier fand ich nochmal richtig gut, irgendwie zu hören, was in anderen Sessions alles so besprochen und beschlossen wurde und so. Total spannend, ja, kein bisschen langweilig. Wie die ganze Konferenz, ja, das war aus meiner Sicht super. Und ich habe auch jetzt hier von meinen Kollegen nur Positives gehört. Ja, wir sind auch alle happy damit, wie das gelaufen ist hier. Insofern bleibt mir ja nur noch allgemein nochmal der Dank so an alle, die irgendwie beteiligt waren, in den Raum gerufen. Gestern haben wir das ja ein bisschen detaillierter gemacht. Heute würde ich sowieso die Hälfte vergessen nach 3 Stunden Schlaf. Deswegen haben wir das ja gestern auch schon gemacht, ja, aber nochmal ganz allgemein. Schön, dass ihr da wart. Schön an alle, danke an alle, die mitgeholfen haben. Und vergesst nicht die After-Hour, die jetzt noch kommt. Ja, ihr könnt in einer halben Stunde ins Hanfmuseum gehen, eine kostenlose Führung mitmachen und euch da auch nochmal kurz umschauen, sag ich mal, bevor ihr dann die Heimreise antretet. Wenn ihr jetzt nicht sofort in den Zug springen müsst oder so, nehmt das doch vielleicht noch mit. Ansonsten vielleicht bis irgendwann mal wieder, wenn wir einen großen Sponsor finden und wo auch immer wir uns sonst sehen, bei der Hanfparade vielleicht als nächstes. Schöne Heimreise. Applaus